Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ganz, ganz herzlich willkommen hier bei uns heute Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserer Konferenz Monopoly in Afrika. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass doch so großes Interesse heute Abend ist. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine unglaubliche Konkurrenz an Veranstaltungen, auch zu Themenverwandten heute Abend. Und wir freuen uns, dass Sie den Weg auch an einem lauen, schönen Sommerabend zu uns gefunden haben. Ich denke, es lohnt sich und Sie heute Abend hier in der Stiftung wirklich etwas geboten bekommen. Ich denke, wir können sagen, dass in der deutschen Politik der afrikanische Kontinent selten ein so großes Thema war wie heute. Die Bundesregierung aus unterschiedlichsten Ressorts beschäftigt sich mit Plänen, wie Afrika aus den Krisen oder zu Wohlstand verholfen werden kann. Alleine diese Tatsache, dass Afrika eine erneute Aufmerksamkeit erfährt, ist erst einmal sehr, sehr erfreulich. Wir haben mit dieser Konferenz und mit zahlreichen Beiträgen auf unserer Website vorgenommen, genauer hinzuschauen, was es mit dem sogenannten Jahr, Afrika-Jahr der Bundesregierung überhaupt mit der Neuentdeckung des afrikanischen Kontinents auch in der Politik Japans, Chinas, Europas und vor allem auch der G20 auf sich hat. G20 ist der Club der reichsten Entwicklungs- und Industrie- und Schwellenländer, 19 plus Europa. Deutschland hat die Präsidentschaft für diesen G20 und Afrika wird ganz zentral auch ein Thema auf der Agenda der Bundesregierung sein, die G20 damit befassen zu lassen. Wie ich ja schon sagte, wir freuen uns über diese neue Aufmerksamkeit. Wir denken, und das wollen wir hier mit dieser Konferenz erreichen, ist, dass sich ein genauer und vor allem auch ein sehr kritischer Blick auf die Ziele und Absichten dieser Pläne notwendig ist. Ein genauer Blick kann nicht schaden, genau deshalb diese Konferenz heute und eine Fachkonferenz morgen. Uns als Heinrich-Böll-Stiftung interessiert vor allem auch der Blick aus afrikanischer Perspektive. Wir wollen wissen, was verschiedenste Akteurinnen und Akteure aus afrikanischen Ländern, besonders solchen, in denen wir als Stiftung arbeiten, an eigenen Vorstellungen hat für eine soziale und ökologische nachhaltige Entwicklung. Werden die verschiedenen afrikanischen Akteurinnen und Akteure überhaupt gehört, wenn unsere Regierungen mit ihren Plänen, mit großen Namen wie Marshallplan, Compact mit Afrika auf die internationale Bühne treten? Das ist eine der Fragen, der wir hier auf dieser Konferenz nachgehen wollen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, all unsere afrikanischen Gäste begrüßen zu dürfen, die heute und morgen auf unseren verschiedenen Panels sprechen und diskutieren werden. Ich möchte ganz herzlich alle Gäste aus Kenia, Südafrika, Nigeria, Senegal und Kamerun ganz, ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich eine Delegation aus Nigeria von unserer Partnerorganisation Nigerian Economic Summit. Ich freue mich, dass Sie Ihre Perspektiven, Analysen und Visionen, wie Sie sich die Zukunft in Ihren Ländern vorstellen, hier einbringen werden. Most welcome. Ich möchte, dass wir Sie gemeinsam begrüßen, weil ich finde, es ist was Besonderes. Welche Investitionen brauchen afrikanische Länder wirklich, wenn, so heißt es überall, Entwicklung und Wachstum von nun an sozial inklusiv sein sollen? Was heißt das denn? Was heißt es denn, wenn die berühmte 2015 verabschiedete Agenda 2015, die sogenannten Sustainable Development Goals und das Pariser Klimaabkommen wirklich ernst gemacht werden soll? Was heißt es, wenn diese Abkommen keine Lippenbekenntnisse sein sollen? Sind sie wirklich die führenden Ideen für die Pläne des Compact mit Afrika
oder erleben wir hier zwei verschiedene Welten? Hier ein altes, auf der einen Seite ein altes Entwicklungsparadigma, dort das Pariser Klimaabkommen und die Sustainable Development Goals. Es ist Ende Mai, wir sind also mittendrin im sogenannten Afrika-Jahr, wie es unsere Bundesregierung 2017 ausgerufen hat. Bevor ich zu den diversen Plänen und wie wir sie bislang bewerten komme, möchte ich hier doch die Gelegenheit nutzen, einen kurzen Blick auf die aktuellen Herausforderungen und Probleme vieler afrikanischer Länder zu werfen. Noch immer liegen von den 50 wirtschaftlich ärmsten Ländern der Erde 34 auf dem afrikanischen Kontinent. Für viele Millionen Menschen bedeutet das, sie haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder zu sanitären Anlagen oder gar zu moderner Elektrizität. Sie haben keinen ausreichenden Zugang zu Bildung und Gesundheit. Es fehlen grundlegende Voraussetzungen für ein Leben ohne Not und in Würde. 12,4 Millionen Menschen sind innerhalb des Kontinents Vertriebene. 5,4 Millionen Menschen sind auf der Flucht, auf dem Weg, sich außerhalb Afrikas eine neue Perspektive zu suchen. Alle diese Menschen, die sogenannten internally displaced, aber auch die, die auf der Flucht zu uns sind, setzen sich großen Gefahren aus und machen wir uns nichts vor, sie sind ganz, ganz schlecht und nur mit dem Allernotwendigsten zum Überleben versorgt. Bewusst machen sollten wir auch, afrikanische Länder sind überproportional vom Klimawandel betroffen und erleben heute schon eine Vielfalt klimabedingter Katastrophen. In Somalia, in Nigeria, im Südsudan und auch im Jemen herrschen gravierende und akute Hungerkrisen, die sich derzeit rasant verschärfen. Rund 20 Millionen Menschen droht der Hungertod. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Stephen O'Brien, warnt davor, dass die Welt vor der größten humanitären Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg steht und appellierte an die Weltgemeinschaft, aktiv zu werden, da die betroffenen Staaten selber überfordert, untätig oder Teil des Problems sind. Um das Schlimmste zu verhindern, brauchen die Vereinten Nationen bis Mitte des Jahres 4,4 Milliarden Dollar. Nur 10% davon sind bislang finanziert. Hier muss sehr schnell Hilfe her und die G20 und insbesondere Deutschland mit seiner Präsidentschaft in diesem Sommer müssen sich unbedingt zu diesen massiven Krisen in Afrika verhalten. Ich finde es zynisch, von großen Masterplänen und einem Compact mit Afrika zu sprechen, während keine oder sehr zögerliche Schritte gemacht werden, diese humanitäre Krise als wichtigsten Akt der Solidarität und Menschlichkeit zu bewältigen. Bisher versagen die Regierungen des Westens. Die G7 haben gerade sehr massiv dokumentiert, dass sie nicht bereit sind, die notwendigen Hilfszusagen an die UNO zu machen. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, zuallererst diese Anforderungen, die wir haben als reiche Nationen, in die Debatte zu bringen und nicht nur über diese hochfliegenden Pläne, auf die ich gleich eingehen werde, zu reden. Wir alle wissen, in Afrika herrscht große politische Instabilität und Bürgerkrieg. Wir erleben, wie Terrormilizen sich ausbreiten, man denke nur an Libyen, Ägypten und Nigeria. Und auch die Demokratische Republik Kongo gerät immer mehr in unser Vergessen, obwohl das Land seit Jahrzehnten von Krieg um Land und Ressourcen zerrüttet wird. 2,7 Millionen Menschen sind hier von ihrem Zuhause vertrieben. Massaker und Angriffe auf die Zivilbevölkerung passieren täglich. Und außerdem meldete die WHO gerade, dass dort erneut eine Ebola-Epidemie ausgebrochen ist. Noch einmal, angesichts dieser Tragödien ist es höchste Zeit, dass sich gerade die Reichen und Mächtigen der Welt es sich endlich zur Priorität machen, beizutragen, dieses Elend zu beenden. Und zwar durch ausreichende humanitäre Hilfe.
Die UNO muss so ausgestattet werden, damit sie wenigstens ihrer Aufgabe als humanitärer Akteur gerecht werden kann. Wir müssen, wenn wir an die Befriedung, an Stabilität des Kontinents denken, natürlich auch über unseren Anteil an diesen Problemen vor Ort nachdenken, weshalb wir nachdenken müssen, an wen wir eigentlich Waffen liefern auf diesem Kontinent. Wir müssen über Handelsabkommen nachdenken, also über Politiken, die langfristig sicherstellen, dass die Länder des Kontinents stabilere politische Systeme, bessere Gesundheitsversorgung und Bildungsperspektiven bekommen. Do no harm, das ist ein Prinzip, eine Handlungsmaxime, die wir aus der Entwicklungszusammenarbeit kennen. Do no harm, aus unserer Perspektive und aus unserer Verantwortung heraus, wäre schon einmal eine sehr gute und vertrauensbildende Grundlage für jede Politikinitiative mit Afrika. Ich möchte jetzt aber zur Bewertung der diversen Pläne der Bundesregierung kommen. Da natürlich zuvorderst die Frage, sind die Pläne der Bundesregierung nun die Lösung, der große Wurf für die afrikanischen Bevölkerungen? Schaffen diese Pläne wirklich Jobs und Zukunftsperspektiven? Marshallplan mit Afrika, Compact mit Afrika, Initiative pro Afrika, eine G20-Konferenz im Juni hier in Berlin, der G20-Gipfel im Juni, ein EU-Gipfel, der sich mit Afrika beschäftigt im November. Schon alleine wir hier vor Ort drohen den Überblick zu verlieren über all die Initiativen und Masterpläne, die die verschiedenen Ministerien der Bundesregierung eins nach dem anderen verkünden. Bereits auf der Bundesebene, also hier in Berlin vor unserer Haustür, stellt sich somit schon einmal die Frage nach der Kohärenz. Wissen denn die einzelnen Ministerien genug voneinander? Stimmen sie die Pläne miteinander ab? Wer koordiniert da wen? Wer hat die Federführung über welchen Plan? Und das finde ich sehr wichtig für die Gesamtdebatte auch innerhalb der G20. Wie läuft denn dann über schon diese Vielfalt in der Bundesrepublik, wie läuft denn dann die Abstimmung mit anderen EU-Ländern, die auch alle Afrika-Pläne in der Tasche haben? Die EU selbst ist einer der größten Entwicklungshilfeakteure und wir wissen es alle, vor allem vor kurzem erst haben China und Japan ebenfalls weitere Ausbaupläne, Entwicklungspläne für Afrika veröffentlicht. Wir laufen also in ein großes Koordinations- und Abstimmungsproblem hinein. Und ich frage, und es interessiert mich auch eine Frage an unsere afrikanischen Gäste, möchte wirklich fragen, wie die afrikanischen, meist schwachen Institutionen eigentlich ihre Kapazitäten aufbringen sollen, wie sie diesen Run auf ihre Länder bewältigen wollen. Wir wissen das schon aus vielen anderen Entwicklungsinitiativen, dass es immer wieder massive Abstimmungs- und Koordinationspläne, Probleme gab, die eine Hand nicht wusste, was die andere tut. Ich möchte also gerne von unseren afrikanischen Gästen wissen, wie sie dieses Problem der institutionellen Kapazitäten vor Ort eigentlich betrachten und ob sich da über die Jahre hinweg institutionell in Afrika vieles verändert hat. Um die Entwicklung von Wachstumspotenzialen zu schöpfen, sagen die diversen Pläne unisono, soll es gehen. Strategisch und auch finanziell soll an das angeknüpft werden, was es an Wachstumsvorstellungen von Seiten der afrikanischen Regierungen gibt. Ich finde, das klingt erst einmal uneigennützig und vernünftig. Doch gehört zur neuen Afrikapolitik der Bundesregierung und der EU auch, Migrationsabkommen abzuschließen und vor allem auch Gespräche mit afrikanischen Regierungen zu führen, die darauf abzielen, die Migration von Afrika nach Europa aufzuhalten. Über die Ziele, wie das zu erreichen ist, wird trefflich gestritten. Wir fragen uns nicht nur hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern auch viele NGOs, die sich um Flüchtlinge hier kümmern. Wir fragen uns,
ob es denn Mittel zum Zweck ist, mit Entwicklungshilfe Fluchtursachen zu bekämpfen. Vor allem geht es ja auch hier darum, mit welchen Mitteln und mit welchen Methoden, und werden hier die Marshallpläne nicht eben auch instrumentalisiert, um eigentlich dieses Ziel der Abschottung zu erreichen. Alles nur Manöver im Eigeninteresse oder doch ernsthafte und umsetzbare Ideen für eine zukunftsfähige, an den Menschen orientierte Entwicklung? Die neue Politik der Bundesregierung folgt der Logik, dass mehr Investitionen in afrikanische Infrastruktur die Lösung sein werden. Ja, um gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, der Kontinent braucht dringend Investitionen in Infrastruktur auf allen Ebenen der jeweiligen Gesellschaften. Infrastruktur ist heute ein Wachstumshemmnis. Infrastruktur wird gebraucht, damit die Menschen sich vor Ort in einem Leben, ich sagte es schon, auch ohne Not entwickeln können. Doch wir, finde ich, müssen gemeinsam fragen, um welche Infrastruktur soll es denn gehen? Genau das wollen wir heute und morgen gemeinsam miteinander diskutieren. Ist es Infrastruktur für Bildung und Gesundheit, für die Daseinsvorsorge, für demokratische Institutionen, die Korruption unterbinden? Ist es Infrastruktur, die den Menschen wichtige Basisdienstleistungen bieten? Ist es Infrastruktur, die wirklich Arbeitsplätze und Jobs schafft? Und wir sollten auf jeden Fall auch der Frage nachgehen, wie heutige Infrastruktur, gerade auch die, die möglich machen soll, dass Handel betrieben werden kann etc., wie muss Infrastruktur heute beschaffen sein, damit nur Wachstum und Arbeit entsteht, sondern von vornherein dazu hilft, dass keine weiteren massiven klimaschädlichen Emissionen produziert werden. Also beantworten die Infrastrukturpläne denn auch die Antwort, wie Afrika damit umgehen soll, dass die SDGs und die Klimaziele erreicht werden sollen. Dazu gehören gerade auch Fragen der Infrastruktur für Mobilität zwischen Stadt und Land, zwischen Ländern und Regionen, die vor allem den so dringend notwendigen intraregionalen Handel befördern helfen soll. Schiene oder Auto? Diese Frage stellt sich auch und gerade für afrikanische Städte und afrikanische Regionen, die sich besser miteinander vernetzen müssen. Es geht hier nicht darum, eine Abkehr von jeder Straße zu predigen, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Aber es geht um eine Balance. Wird denn tatsächlich auch in Fernverkehr, in öffentlichen Nahverkehr investiert, da wo wir es mit kollabierenden Verkehrsströmen in afrikanischen Städten zu tun haben? Das sind die Fragen, die uns auch als Grünahe Stiftung natürlich betreiben. Führende afrikanische Ökonominnen und Ökonomen haben für die G20 errechnet, dass afrikanische Länder einen Bedarf von 93 Milliarden US-Dollar pro Jahr haben, um nur alleine die Basisinfrastruktur auszubauen. Und zwar so auszubauen, dass diese Basisinfrastruktur nicht weiterhin ein Wachstumshindernis mehr ist, weil die fehlende Infrastruktur ist ein Wachstumshindernis in Afrika. Deshalb muss es ja genau darum gehen, wie ist Infrastruktur beschaffen, damit Handel betrieben werden kann, dass ein Austausch zwischen den Städten und den Regionen stattfinden kann. Es ist wirklich sehr zentral, und das vermissen wir hier auch in der Debatte in der Bundesregierung, wofür diese Milliarden, die hier errechnet werden, eigentlich ausgegeben werden. Genauso wichtig wie wofür werden sie ausgegeben, ist die Frage danach, wo denn das Geld herkommen soll. Wie werden denn diese 93 Milliarden mobilisiert? Wir haben die Frage daran, ist auch in diesen neuen Plänen für Afrika daran gedacht, die Gelder für Infrastruktur durch Steuern in afrikanischen Ländern aufzubringen? Ich meine, das wäre sehr wichtig, weil die Mehrheit der afrikanischen Länder keine Steuersysteme hat, die Eliten und der wachsende Mittelstand zur Finanzierung gemeinwohlorientierter Infrastruktur überhaupt nicht herangezogen werden. Ich denke, das ist wichtig. Es wäre ein wichtiger Reformschritt, über genau solche Steuersysteme nachzudenken.
werden die Mittel aufgebracht durch Entwicklungshilfe oder durch Kreditaufnahmen bei ausländischen Banken, womit sich für mich zugleich die Frage nach der Verschuldung stellt. Denn ich erinnere mich noch gut daran, dass in den 80er und 90er Jahren ein Großteil der afrikanischen Länder sehr massiv verschuldet war und sozial und ökonomisch bereits am Abgrund standen. Diese Fragen, wo kommt das Geld her und wo geht es hin, müssen breit und öffentlich diskutiert werden. Der deutsche Marshallplan und der Compact, aber auch die großen G20-Initiativen setzen vor allem auf die Mobilisierung von Privatkapital, in dem vor allem attraktive Investitionsbedingungen geschaffen werden sollen. Konkret geht es um den Abbau von Bürokratie, freie Märkte und freie Hand für wirtschaftliches Agieren, um gut ausgebildete Arbeitskräfte, Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsrechte sowie funktionierende Finanzinstitutionen auf die Beine zu stellen. Keine schlechten Ziele. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was in all diesen Plänen als Zauberformel zu finden ist. Die Zauberformel für die Finanzierung der Infrastrukturprojekte, um das Kapital für Infrastruktur zu mobilisieren, sind öffentlich-private Partnerschaften, sogenannte PPPs, Public-Private Partnerships. Hierzu, um das kurz zu erklären, werden öffentliche Gelder, ob Steuern oder Entwicklungshilfe, gemeinsam mit institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds oder Versicherern eingesetzt, um gemeinsam Projekte zu finanzieren. Der Staat steht nicht nur mit öffentlichem Geld bereit, sondern hat noch weitere Instrumente, vor allem die Investitionsrisiken der privaten Investoren abzusichern. Bei uns sind das zum Beispiel Hermes-Bürgschaften, international sind das die Sicherheitsgarantien der International Finance Corporation, IFC, die gehört zur Weltbankgruppe. Ich finde das gefährlich, sich auf diese PPPs zu konzentrieren. Wir haben jahrzehntelange globale Erfahrungen mit Public-Private Partnerships. Diese Erfahrungen, die auch die Weltbank in einer Evaluierung gesammelt hat, werden ganz offensichtlich derzeit in diesen neuen Plänen für Afrika mit dieser Zauberformel für PPPs ignoriert. Und, das ist ein zweiter wichtiger Punkt für uns, kritisch hinzuschauen, mit diesem Finanzierungsmodell der PPPs werden meistens vor allem die Projekte gebaut, die profitabel sind und nicht unbedingt die, die öffentlich gebraucht werden. Die Begründung, dass das öffentliche Geld niemals reichen wird, um die gigantischen Summen bereitzustellen für Infrastruktur in Afrika, die stimmt. Ohne Zweifel. 93 Millionen pro Jahr, das kann die öffentliche Hand alleine nicht aufbringen. Und definitiv braucht man den Privatsektor. Um was es uns hier geht, ist, dass mit Private-Public Partnership öffentliches Geld in die Hand genommen wird, um vor allem im Infrastrukturbereich sogenannte bankenfähige Projekte zu identifizieren. Nämlich solche, die für den Privatsektor Rendite abwerfen. Es ist auch, wäre auch gut, wenn über Private-Public Partnership vor allem die öffentliche Hand, die Regierungen bei uns oder in Afrika sagen würden, wir nehmen gemeinsam mit den privaten Akteuren, mit dem Privatkapital die Debatte darüber auf, dass dann, wenn wir PPP machen, vor allem öffentliche Güter gefördert werden. Das wäre ein guter Ansatzpunkt. Wir erleben aber weltweit, das möchte ich hier einfach sagen, dass die öffentliche Hand, die Regierungen diesen Hebel, öffentliches Geld mit privatem Geld in diesen Partnerschaften zu koppeln, selten dazu nutzen, dazu beizutragen, dass zum Beispiel dann die Mittel in Basisinfrastruktur fließt. Was wir heute schon sehen, das sind die Erfahrungen der Vergangenheit und was wir heute schon sehen über die konkreten Investitionspläne, ist, dass eben diese bankenfähigen Projekte dann sehr stark in Großprojekte münden. In Staudämme, in Kraftwerke, in Autobahnen, in Autotrassen, in Ölpipelines, in Häfen und Flughäfen. Das wird alles vielleicht gebraucht,
Aber müssen wir das auch mit öffentlichen Mitteln, denen, die in die Private Public Partnership einfließen, finanzieren? Diese Großprojekte, auch da haben wir viele Beispiele auf der Website gesammelt, diese Großprojekte sind leider bekannt dafür, dass sie Ökosysteme zerstören, die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen verfestigen und vor allem, dass mit diesen Großprojekten Menschen enteignet und vertrieben werden. Diese Projekte häufen sich in Afrika und sie werden zunehmen. Das ist die Prognose, wenn es keine bessere, auch öffentliche Kontrolle gibt, wenn sich die großen Masterpläne dieser Welt verwirklichen lassen. Für uns sind deshalb die entscheidenden Fragen für eine kritische Begleitung dieser Pläne und aller Infrastrukturpolitik: Wer investiert, zu welchem Zweck, wer profitiert von diesen Investitionen, wer zahlt und wer entscheidet darüber demokratisch oder in Hinterzimmern. Und schließlich, auch das wiederhole ich jetzt, muss es doch darum gehen, dass wir, wenn wir die Sustainable Development Goals, die Agenda 2030 und die Pariser Klimaziele ernst nehmen, klar haben, dass das eigentlich die Oberüberschrift sein müsste, die alle anderen Investitionspläne für Afrika mehr oder minder orientiert. Wir erleben aber, dass nach wie vor schöne Projekte für die Sustainable Development Goals gemacht werden, aber im Großen und Ganzen eine Infrastrukturpolitik und ein Entwicklungsparadigma der 80er Jahre vorangetrieben wird, von dem wir zweifeln, dass es zukunftstauglich ist, dass es enkeltauglich ist und vor allem, dass es eine Antwort darauf gibt zu meiner Eingangsfrage, ob es wirklich dazu beiträgt, dass Basisinfrastruktur, und Basisinfrastruktur heißt Gesundheit, heißt Bildung, heißt Zugang zu wesentlichen Rechten der Bevölkerung überhaupt ermöglicht wird. Die Bundesregierung gibt sich mittlerweile große Mühe hervorzuheben, dass es um Pläne mit und nicht für Afrika geht. Ich glaube, Insider wissen gleichwohl, dass die Pläne für Afrika an den Schreibtischen diverser deutscher Ministerien entstanden sind. Beim genaueren Lesen der Pläne lässt sich nicht erkennen, ob sie wirklich in Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern und Partnerinnen entstanden sind. Vielmehr klingen die Pläne verräterisch danach, dass wir diagnostiziert haben, was alle afrikanischen Länder brauchen. Das hat nichts mit Ownership und nichts mit Partnerschaft zu tun, sondern mit Vorstellungen, wie wir uns wünschen, dass Entwicklungsprozesse in Afrika vorangetrieben werden. Und es gibt eben auch den Grund, möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, es gibt eben auch den Grund, dass wir sehr, sehr viel freies Kapital haben, das nach neuen Anlagen, nach neuen Investitionen im globalen Süden sucht und eben es dann sehr praktisch ist, wenn wir mit Public-Private Partnership und solchen Großinfrastrukturprojekten den hiesigen Anlegern, den Versicherern, den Pensionsfonds, die Geldanlagen suchen, dann diese Option eben auch gibt. Zwar stellt der Marshallplan klare Bezüge zur 2063-Strategie der Afrikanischen Union her, doch in der Strategie der Afrikanischen Union wird in keinem Wort erwähnt, dass afrikanische Länder sich Partnerschaften mit europäischen Ländern wünschen. Ich glaube, das macht nochmal schlaglichtartig klar, was ich hier adressieren will. Wo kommen denn die Prioritäten her? Gut, so viel will ich wenigstens dazu sagen, dass es jetzt nach und nach zu so etwas wie einer nachholenden Partizipation afrikanischer Entscheidungsträger kommt. Von der Bevölkerung der Afrikanischen wollen wir hier gar nicht reden. Die ist richtig außen vor gelassen, die kriegt gar nichts mit, was hier eigentlich für neue Deals zwischen Regierungen ausgehandelt werden. Compact mit Afrika, das würde für mich vor allem bedeuten, dass wir unfaire, asymmetrische Handelsbeziehungen beenden. Immerhin ist Deutschlands Außenhandel mit dem afrikanischen Kontinent immer noch bei 41 Milliarden Euro pro Jahr. Doch das Kräfteverhältnis der internationalen Handelspolitik und auch unserer bilateralen Handelspolitik ist definitiv kein partnerschaftliches. Noch immer
können wir einseitige und unfaire Agrar- und Fischereipolitik in der EU dafür verantwortlich machen, dass wir mit dieser Politik heimische Märkte zerstören, Kleinfischer vertreiben, Kleinbauern vertreiben. Das wird hier in Deutschland breit diskutiert. Nur vermisse ich genau diesen Ansatz, hier zu Reformen zu kommen, diese Asymmetrie abzubauen zugunsten besserer und fairerer Handelsbeziehungen. Genau das steht nicht in diesen Plänen, wird komplett außen vor gelassen. Ich sagte es schon, wir wollen diese Konferenz nutzen, um mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen darüber zu diskutieren, wie sie mit dem neu erweckten Interesse an ihren Ländern eigentlich umgehen. Was bekommen sie davon mit? Wie werden sie einbezogen? Welche Vorstellungen dürfen sie eigentlich in diese Deals einbringen rund um die neuen Pläne? Wir wissen bei all dem Hype um Afrika, dass wir schon viele dieser Pläne gesehen haben. Ich könnte sie jetzt alle aufzählen, ich lasse es aber hier. Wir haben immer wieder Masterpläne, Lagospläne und so weiter für den Kontinent entwickelt und wir wissen heute, was aus diesen Plänen geworden ist. Uns interessiert, auch von unseren Gästen, braucht Afrika denn überhaupt unsere Pläne? Gibt es nicht ganz andere, sehr gute und wunderbare eigenen Vorstellungen, die nicht umgesetzt werden? Ich habe in meinem Einführungsvortrag hier viele Fragen gestellt. Ich setze darauf, dass Sie, liebe Gäste aus Afrika, aber Sie alle hier heute und morgen dazu beitragen, dass wir am Ende von anderthalb Tagen Konferenz etwas schlauer sind, neue Ideen haben, vor allem wie wir partnerschaftlich zwischen Afrika, Deutschland und der EU uns austauschen können und voneinander lernen können. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und erlauben Sie mir jetzt, weil das die einzige Gelegenheit ist an dieser Stelle und bevor ich Carlos Lopez vorstelle, erlauben Sie mir, Herr, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die zu dieser Konferenz heute und morgen beigetragen haben. Das ist an erster Stelle natürlich unser Afrika-Referat, das geholfen hat, dass wir tolle Gäste hier haben, dass wir tolle Diskutanten hier haben. Ich möchte mich ganz besonders bei Claudia Simons bedanken, die das hier zusammengehalten hat und mitorganisiert hat. Und natürlich, sonst hätten wir die Gäste nicht. Wir haben Büros im Senegal, in Kenia, in Nigeria, in Südafrika. Auch alle unsere Büros haben geholfen und unter anderem auch schon im Vorfeld mit den Leuten vor Ort gearbeitet. Auch an die ganz besonderen Dank. Möchte Sie darauf einfach, weil manchmal ist man ja auch einfach hier oben mal richtig stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben einen wunderbaren Weblink, vor allem von unserem Büro Nigeria. Dort können Sie mit mindestens 9 YouTube-Statements hören, wie sich Business, Zivilgesellschaft, Unternehmer und so weiter vorstellen, welche Vorstellung Sie haben von Entwicklung in Afrika. Das ist wirklich ganz wunderbar anzugucken. Nutzen Sie unsere Website-Angebote, nutzen Sie unsere Publikationen. Wir haben viel zu bieten und das ist wunderbar so. Ja, gerne. So, nun freue ich mich aber, Ihnen endlich Carlos Lopez vorstellen zu dürfen. Carlos Lopez hat in der Vergangenheit mehrere UN-Institutionen geleitet, zuletzt und deren Ergebnisse lese ich auch immer gerne, zuletzt die Wirtschaftskommission der UN für Afrika. Carlos Lopez wurde kürzlich zum Mitglied des Reformteams der Afrikanischen Union ernannt und ist Professor an der Universität Kapstadt. Außerdem ist er Mitglied bei Invest Africa, einem Netzwerk von privaten Investoren mit Basis in London, und er wird nun zum Auftakt dieser Konferenz die Keynote halten.
Ich freue mich darauf, dass danach Petra Pinzler, Journalistin, Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit, uns durch den heutigen Tag und auch morgen Vormittag durch den Tag leiten wird. Ich möchte nun Carlos López bitten, hier hochzukommen, und ich freue mich sehr, nicht nur auf eine ertragreiche Gesamtkonferenz jetzt, sondern vor allem auf Ihren Vortrag. Warm welcome, Carlos. Well, good afternoon to all of you. I really would like to thank you. Ja, vielen Dank. Jetzt darf ich mich bedanken für die Einladung. Ja, war ein schöner Tag heute. Schönes Wetter, aber jetzt gar nicht mal mehr so. Barbara und Wissi, Sie waren sehr nett. Danke für die freundlichen Worte. Danke auch nochmal, wie gesagt, für die Einladung und für die Arbeit des fantastischen Teams der Heinrich-Böll-Stiftung. Viele afrikanische Freunde. Ich darf Petra auch danken, Petra Pinzler, für die Moderation nachher. Ich habe Ihnen zugehört, Barbara. Und beim Dolmetschen sah ich, da stand dann irgendwas drauf hier auf dem Konferenzempfänger, engineered by Bosch, aber made in China. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen das Paradox. Da habe ich früher schon mal drüber gesprochen. Wir haben hier eine Verteilung der Supply Chain. Das ist nicht die Kette der Produktion von Gegenständen, sondern wir haben jetzt auch eine Kette der Produktion von Wissen. Das heißt, Wissen wird zur Ware, zum Rohstoff. Wir haben 60% der afrikanischen Bevölkerung, die keinen Pass hat. Aber Herr Zuckerberg und seine Facebook-Leute wissen wahrscheinlich sehr viel mehr darüber, was die Leute da so machen, die keine Personalausweise haben. Die wissen mehr, als die Standesämter in den Ländern wissen. Wir haben die technologischen Brüche. Die sind heute unglaublich drastisch, und da müssen wir die geografischen Realitäten neu analysieren. Afrika ist da kein Land, aber wenn wir uns Afrika anschauen, ist das Wissensdefizit so groß, dass wir hier eine zusätzliche Anstrengung unternehmen müssen, nicht zum Helfen, nicht zum Unterstützen, sondern um zu verstehen. Denn wir denken, wir glauben, aber wir wissen es eigentlich nicht. Und da möchte ich Ihnen zuerst mal ein paar Zahlen darbieten, die ich dann in Kontext setzen, wie weit die Wahrnehmung klafft von den Realitäten. Ich glaube, sie sind die Ausnahmen, aber viele Wahrnehmungen haben mit der Realität nichts zu tun über Afrika. Sagen wir mal von Afrika-Hilfe. Thematisch das Ganze. Das sind 52 Milliarden Dollar im Jahr. 16, 17 Jahren, also um die Jahrhundertwende, war es genau der gleiche Betrag. Es hat sich also nicht erhöht. Es gibt kleine Schwankungen, aber es ist nach wie vor der gleiche Betrag. Und über den gleichen Zeitraum hat die Steuererfassung in Afrika von 63 Milliarden auf 600 Milliarden sich erhöht. Was bedeutet das? Wenn wir die Effizienz der Steuereintreibung um 1% verbessern würden, dann bekämen wir mehr Geld als über Entwicklungshilfe. Nur 1% mehr. Und es wäre also nicht schwierig, sollte nicht schwierig sein, dieses Geld also aufzutreiben. Aber was ist die Realität? Es gibt eine Reihe von Ländern, die manchmal bis zu 80% abhängen von einem Rohstoff, von Exporteinnahmen, und darüber, ja, das hat dann die Regierung für die öffentlichen Ausgaben. Die
fiskalische Maschine wird sozusagen der Realität der Wirtschaft vor Ort nicht angepasst. Zwei verschiedene Realitäten. Ein Land wie Nigeria, nehmen wir mal das. Wir haben jede Menge Nigerianer heute im Raum. Der Ölsektor heute stellt ungefähr 10% des Bruttoinlandsprodukts dar. 10%, aber in Nigerien ist vollständig am Boden aufgrund des schlechten Ölpreises. Wie kann das sein bei nur 10% des BIPs? Ja, weil die Einnahmen des Staates komplett auf Öl basiert sind. Bedeutet, dass die Wirtschaft sich nicht mit den fiskalischen Realitäten befasst. Unglücklicherweise, trotz dieses enormen Fortschritts, was jetzt die Steuererfassung angeht, was ich nicht gesagt habe, und das habe ich auch absichtlich nicht gesagt, ist, dass die Volkswirtschaften auf dem Kontinent exponentiell gewachsen sind. Das ist also normal, dass man die 600 Milliarden Steuereinnahmen haben, aber der fiskalische Druck, das ist, damit messen wir, wie der Fiskus Anteil an den Einnahmen hat. 17% ist das kontinental im Durchschnitt und sonst auf der Welt sind das 35% Staats sozusagen Einnahmen für Übersteuern. Und trotz der Tatsache, dass wir wachsen in den Wirtschaften. Wirtschaftswachstum in Afrika, das kann ich in dem Zusammenhang auch gleich mal erwähnen. Afrika wächst, wenn man das zusammenfasst, also über längere Perioden als ein, zwei Jahre, wie Länder wie China gewachsen sind. Woher weiß ich das? Nun, wenn Sie in eine Geschichte eines Landes schauen oder einen Abschnitt einer Geschichte eines Landes, brauchte man zur Verdopplung des Bruttoinlandsproduktes, da geht man ins statistische Büro, dann haben wir einen bestimmten Zeitraum, in dem man das BIP verdoppelt hat. Das hat 60 Jahre gedauert. Wir haben in Afrika unsere BIP innerhalb von 15 Jahren verdoppelt. Verdopplung, das ist eine Verdopplung und eine Beschleunigung gegenüber China. Und wenn man dann also das vergleicht, dann ist es nicht so, die Realität nicht so, dass wir bitten um Infrastrukturinvestitionen. Nein. Was diese 93 Milliarden Infrastrukturinvestitionsdefizite, die ja häufig jetzt erwähnt worden sind, diese Zahl wurde vor 6 Jahren zusammengestellt und die ist also vollkommen obsolet, diese Zahl. Seitdem, innerhalb dieser 6 Jahre, hat Afrika diese 100 Milliarden Dollar jährliche Investitionen in Infrastruktur überschritten. Das heißt, wir haben das Defizit beseitigt hier. Das hat die Wirtschaft verlangt. Die will noch mehr Infrastruktur, weil sie auch so viel gewachsen ist. Und wenn wir diese Zahlen nicht sozusagen aktualisieren, dann würden wir nicht mehr über 93 Milliarden reden, sondern etwas Realistischeres. Ein großer Investor in afrikanische Infrastruktur ist das Land China. Und ja, 100 Milliarden, das investieren die in eine Stadt in China, ja. Und wir reden hier von einem ganzen Kontinent, vom afrikanischen Kontinent. Es müsste also viel mehr sein als diese 100 Milliarden. Oh, wo kommt das Geld jetzt her? Wo finden wir das? Ich habe Ihnen ja schon einen Hinweis gegeben. Vielleicht sollten wir eine bessere fiskalische Aufstellung haben. Das wird das Geld besser, sozusagen die Steuererhebungsquote verbessern. Ist das dann ausreichend, wäre die Frage. Und ich würde sagen, nein. Denn wenn wir uns die Geschichte eines Landes anschauen, eines beliebigen Landes, wie man die Grundinfrastruktur aufgebaut hat, die sie beschleunigt hat ins Industriezeitalter. Mit wenigen Ausnahmen haben die das geschafft, mit jede Menge Kreditaufnahme. Und diese Kreditaufnahme erläutert und erklärt, warum die Länder, die sehr erfolgreich sind, auch die Länder sind, die die größten Schulden haben. Wir haben nicht so viele Schulden. Ihr habt die Schulden, nicht wir. Japan hat 200% vom BIP Schulden. OECD-Durchschnitt ist auch heftig. Wir sind bei 42%. Und wir werden betrachtet als ein vollkommenes Scheitern. Aber
Als wir die Strukturanpassungsprogramme aufgelegt hatten, hatten wir 22% Anteile am BIP. Wir sind bei 122 gelandet. Das war sozusagen der Beitrag bei der Strukturanpassung. Und dann haben wir uns wieder weggekämpft, zurückgekämpft, den Schuldenberg abgebaut. Natürlich teilweise auch über Haircut, aber wenn Sie Wirtschaftswissenschaftler sind, dann wissen Sie auch, dass das eine völlig überzogene Forderung war. Das war gar kein Marktwert da. Aber wie dem auch sei, trotz Schuldenerlass haben wir 2015 eine BIP-Schuldenratio von 25% gewesen. Und wir steigen jetzt wieder sehr schnell. Warum? Weil es Strukturprobleme geben in der Weltwirtschaft, die von Afrika nicht gelöst werden können. Und wenn es da einen Kompakt geben würde mit Afrika, dann würde ich gerne diese Probleme gelöst sehen. Zum Beispiel eines, die negativen Zinssätze. Das heißt, sie geben ihr Geld auf die Bank, um weniger zu bekommen. Das ist negative Zinssätze. Wie haben wir das bloß geschafft, eine so unglaubliche Entwicklung? Wodurch? Weil wir strukturelle wirtschaftliche Probleme nicht diskutieren, weil wir lieber die marginalen Probleme diskutieren wollen und sie zu den Hauptproblemen stilisieren. Ein Beispiel dafür, was ich damit meine, ist folgendes. Wenn Sie eine Bevölkerung haben, die altert, weil diese Bevölkerung eigentlich gar nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird für diese Bevölkerung, dann sind sie Angst, haben sie Angst vor der Zukunft, vor möglichen Risiken. Das heißt, der Begriff, die Vorstellung von Risiko ändert sich. Und das bedeutet, welches System sie haben, finanziell sicherstellend, dass dieses Geld einfach nicht verschwindet. Das setzen Sie jetzt in Wirtschaftssprache. Das nennt man dann Bankregulierung über Basel II und Basel III. Regelbasierte Möglichkeit sicherzustellen, dass der Finanzsektor sozusagen strikter gefasst wird, dass die Bankenrekapitalisierung erhöht sein muss. Und was man denen dann sagt, ist folgendes: Ihr müsst Ihre Risikoexposition reduzieren. Und was bedeutet das? Teil der Risikoreduzierung ist raus aus Afrika. Das heißt, diese Banken, die sehr präsent sind in Afrika, die werden von den Aufsichtsbehörden erzählt, ihr müsst aus Afrika raus, weil ihr da so ein Risk-Level haben, sodass ihr dann ein Rating haben werdet, wo ihr Probleme haben werdet mit den Aufsichtsbehörden. Also verschwindet aus Afrika. Und das machen die Banken dann aus. Das heißt, was ist dann der Sinn, mit Afrika über einen Kompakt zu diskutieren, wenn den Banken gesagt wird, ihr müsst eure Gelder aus Afrika abziehen? Das ist jetzt, weil man jetzt Angst hat vor der Zukunft, dann möchte man die Alterung der Gesellschaft nicht diskutieren, weil das jetzt politisch nicht schmackhaft ist sozusagen. Und dann bekommt man dieses phänomenale Ding von diesen negativen Zinsraten. Was bedeutet zu dem Zeitpunkt, wo ich Kredit aufnehme, wenn die Zinsen negativ sind, dann ist das ein super Bonus für Afrika. Wir müssen ja nicht so viel Geld zurückzahlen, sondern weniger. Das Problem ist nur, dass uns keiner leider dieses Geld gibt, wegen der Probleme, die ich eben vorher erwähnt habe. Das heißt, wir haben keinen Zugang zum Kapital. Das heißt, wie kriegen wir dieses Problem jetzt gelöst? Ja, sicherstellen, dass in diesem Kompakt oder in dieser Maßnahme, die da diskutiert wird von G20 oder G7 oder Deutschland, dass wir diese Risikowahrnehmungsprobleme adressieren, diese Finanzprobleme adressieren, damit es möglich ist, dass das Kapital in die Richtung Afrikas fließt sozusagen. Ich sehe nichts, was mich in dem Moment an Anstrengungen in diese Richtung überzeugt. Was wir sehen, ist was anderes. Ihr müsst an Afrika glauben, hören wir. Ja, vielen Dank, Sie sind sehr nett zu uns. Aber das Problem ist ja folgendes. Die Geschäftsleute, die interessiert so ein Argument nicht.
die wollen, die glauben an Profite. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn Afrika beiträgt zu einem System, dass die investieren in Afrika, auch Nutzen ziehen daraus. Aber das muss natürlich in einem bestimmten Rahmen passieren. Und dieser Rahmen muss diskutiert werden. Und wenn wir eine ernste Diskussion haben wollen, und wenn wir sie dann haben, dann wird es dann klar, wie in einem Austeritätsumfeld mit einer Depression weltwirtschaftlich, weltweit, wir nicht investieren in eine Weltregion, die die höchsten Renditen hat. 9,2 Rendite. Und bei den entwickelten Ländern 7,5. Das heißt, warum kommt das Geld nicht zu uns? Und dann kommt diese sehr interessante Dimension, die sich jetzt China nennt. China hat es ja bekommen. Und das machen die nicht nur mit Afrika. Die machen es möglich, dass eine bestimmte Wahrheit überlebt, trotz des Skeptizismus derjenigen, die diese Wahrheit geschaffen haben. Klimawandel ist keine chinesische Erfindung. Jetzt sind sie ja Weltmeister gegen den Klimawandel sozusagen, die Chinesen. Kampf gegen Protektionismus, Liberalismus. China mochte das alles gar nicht. Jetzt sind sie die Champions des liberalen Handels. Und das kann man jetzt weiter. Aber was ist für unsere Diskussion hier interessant? China hat nicht den Raum ehemaliger Kolonialmächte in Afrika okkupiert. Nein, denen wurde es sozusagen auf dem Silbertablett serviert, den Chinesen. Ja, aber es gibt ja kuriose Verwirrungen zu den Zahlen, was Afrika angeht und China. Wir sind da teilweise sehr verwirrt. Wir verwechseln Handel mit Investitionen auf dem grünen Feld, mit ausländischen Direktinvestitionen und dem Fluss von Kapital und Kreditvergabe. Und das wird alles unglaublich zusammengeschmissen und verwechselt mit Entwicklungshilfe. Für jeden 4 Dollar für Infrastrukturinvestitionen in China kommt nur 1 Dollar aus China. Der Rest wird gebaut von chinesischen Unternehmen, weil sie einfach die Ausschreibung gewinnen. Und da kommt das Geld dann nicht aus China, sondern aus unterschiedlichen anderen Quellen. Also sie gewinnen aber die Ausschreibung, die Chinesen. Und deswegen hat man diese Wahrnehmung von dieser Präsenz. Ja, sie gewinnen halt viele von diesen Ausschreibungen. Warum? Weil sie enorme Kapazitäten, Überkapazitäten haben, was jetzt Bauwirtschaft angeht. Und da wird sichergestellt, dass sie diese Überschusskapazität in Afrika dann sozusagen einsetzen. Zum Beispiel Geld, wo sie sich selber sozusagen gesponsert haben, ganz normale kommerzielle Kreditgabe. Dadurch, dass sie Ausschreiben gewonnen haben, können sie sich das selbst sozusagen leihen. Das Geld ist nichts Falsches dran. Und dann wird geschrien, oh, China okkupiert Afrika. Sind sie unser Handelspartner Nummer 1? Sind auch der Nummer 1 Handelspartner von den Vereinigten Staaten und Brasilien und Indonesien und noch vielen anderen europäischen Ländern. Das heißt, wo ist dann das Problem, wenn es dann plötzlich Afrika ist? Plötzlich ist es dann seltsam, weil man diese Behauptung hat, dass Afrika nicht sozusagen das Territorium für den Freihandel sein sollte. Ich kritisiere China sogar dafür, dass sie da zu wenig investieren. Die sollten viel mehr investieren.
damit diese sozusagen Beziehung zu Afrika ausgewogener ist. Im letzten Forum, China-Afrika-Forum, 60 Milliarden zusätzliche Investitionen haben sie vorgeschlagen zugesichert haben, dann hat das keiner sozusagen nachgerechnet. Denn, wenn man es mal genau nachrechnet, ist es nicht diese Unterstützung für Afrika, von denen die Chinesen behaupten, dass sie bezahlen würden. Das heißt, wir haben hier bestimmte komische Wahrnehmungen, die einfach falsch sind. Und weil diese Wahrnehmungen falsch sind, sehen wir die Afrika nicht aus, sozusagen aus der Perspektive der Opportunitäten. Ich würde also vorschlagen, dass wir drei Wandel bewirken müssen, die vielleicht zu einer anderen Wahrnehmung führen können, einer Korrektur dieser falschen Wahrnehmung. Erster Wandel wäre erstmal der, wie sollen wir die Frage der Risiken handeln, also diese Risikowahrnehmung. Da müssen die Afrikaner erstmal ran. Die müssen anfangen damit. Aber wo die afrikanischen Partner auch noch jede Menge ändern müssen. Und G20 kann das vielleicht auf die Agenda schreiben und vorschlagen Änderungen, die signifikant sind. Zum Beispiel, wir haben all diese Probleme, die sich beziehen auf die Wertketten und wie sie nicht diese Chancen für Afrika geschaffen haben, damit sozusagen eine Rohstoffwirtschaft in eine andere Wirtschaft überführt wird. Ich will nicht, dass Afrika Toblerone produzieren will. Aber Kokospaste zum Beispiel, wenn man Kokopaste produziert, was nur ein Teil ein Segment der Kette ist, dann kann man das Produkt konsumieren und dann wäre man nicht in einer Situation wie in diesem Jahr, wo zwei afrikanische Länder, die 60% der des Kakaos produzieren, Ghana in Elfenbeinküste, eine große Krise durchleben, Preiskrise, Preisverfall. Und die Unternehmen, die Schokolade produzieren, haben nicht das Problem, sondern sie sind profitabel wie noch nie, weil sie können mit den Preisen spielen. Weil sie selbst sozusagen die Kakaobohnen zur Kakaopaste machen können. Und das gilt für alle anderen Rohstoffe. Wenn man nur 10% Wertschöpfung hinzufügt, dann ist man in der Lage, 7 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze pro Jahr auf dem Kontinent zu schaffen. Wir wollen nicht Raketen bauen. Das kann immer noch Engineered and Quality in Germany sein, aber nicht mehr in China gemacht, sondern in Afrika. Da wäre ich auch schon mit zufrieden, mit 10% sozusagen Mehrwert. Und das ist das Element, das die Risikowarnung ändern wird. Das heißt, wenn wir sehr spezifisch über die Wertketten sind, dann ist das keine generische Debatte mehr. Dieses Generalisierende, das kennen wir schon. Nein, wir sollten 4, 5 wichtige Rohstoffe für den Kontinent nehmen, die 60% unserer Einnahmen ausmachen und für jeden Bereich, was es für die Wertkette braucht, damit sie teilweise eben auch im Besitz der Afrikaner ist. Sehr klar, sehr spezifisch. Wenn ich es im G20-Kommuniqué sehen würde, würde ich applaudieren. Aber Sie kennen ja diese Sprache, die wir bisher gehabt haben, die führt zu nichts. Ein anderer Vorschlag ist Wandel, was die Allianzen angeht. Ich hatte es ja schon erwähnt. Wir sind, was jetzt die Handelsbeziehungen angeht, haben wir ganz guten Fortschritt gemacht. Die wichtigste Beziehung für Afrika ist immer noch nicht da, nämlich die regionale Integration innerhalb von Kontinent Afrika selbst. Denn das würde die meisten Chancen schaffen für die wirtschaftliche Transformation des Kontinents und dessen Industrialisierung. Wenn ich Industrialisierung sage, dann meine ich nicht simplistisch, dass wir jetzt diese Werke bauen, die dann sozusagen
abgekupfert werden aus moderneren Regionen. Wenn dann die Roboter mit uns ja schon in Konkurrenz treten, ist das wahrscheinlich unsinnig. Nein, ich spreche von dem System, Produktionssystem, der Organisation der Wirtschaft, die entspricht den Anforderungen eines industriellen Zeitalters. Und da sind wir in meisten Teilen Afrikas noch nicht. Und das würde dann schaffen, mehr Chancen für mehr Produktivität, einschließlich Privatsektor und in verschiedensten Branchen. Und das ist fundamental für uns. Wenn wir das mal schaffen wollen, dann brauchen wir regionale Integration. Das würde dann uns auch international anders positionieren. Eine Veranschaulichung, wie weit das gehen könnte, möchte ich Ihnen gerne geben. G20 hat ja auch einen Vertreter der Europäischen Union dabei. Das ist kein Land, sondern eine Organisation. Das hinterfragt niemand. Das ist einfach nur natürlich, dass die EU einen Repräsentanten bei der G20 hat. Aber Mitglieder der Afrikanischen Union insgesamt eine Wirtschaftsleistung von unter den Top 7 sind, würde man denen dann auch einen natürlichen Sitz geben in den G20 oder in G7? Das würde niemand akzeptieren. Warum? Weil die regionale Integration nicht sichtbar ist und wir dann entsprechend das nicht fordern können. Selbst mit den Zahlen, die wir heute schon haben, wäre das möglich. Aber diese kontinentale Freihandelszone, die jetzt diskutiert wird, würde mehr Chancen bieten. Das heißt, das ist eine fundamentale Voraussetzung für die Transformation unserer wirtschaftlichen Realität. Und der letzte Punkt hier, den ich noch erläutern möchte, das ist die Frage, wie gehen wir um mit der Änderung unserer politischen Regierungsführung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja sehr simplifiziert, weil wir Afrika immer aus dem Prisma der Sicherheit und der Migration betrachten. Sicherheit, Migration, Sicherheit, Migration. Was nicht gesagt wird im Kommuniqué der G7, wo die Afrikaner immerhin den Paragraph 26 bekommen haben im Kommuniqué, und wird wahrscheinlich noch mit ein paar Paragraphen mehr im Kommuniqué der G20 wiederholt wird. Völlig konzentriert auf diese Obsession mit Migration und Sicherheit, auch wenn es nicht angesprochen wird. So schauen die uns an, aber so sollte man uns nicht anschauen. Es ist unakzeptabel, weil es erstmal schon völlig analytisch ein Fehler ist. Afrikaner, die aus Afrika migrieren, ich wiederhole mich, das sind 2 Millionen im Jahr, die aus dem Kontinent sozusagen abwandern. Chinesen, die aus China abwandern, und ich vergleiche jetzt Afrika mit China, weil China eine höhere Bevölkerung hat als Afrika und wächst 10 und bis jetzt 7%. 10 Millionen wandern aus China ab jedes Jahr. Und keiner fragt, hey, wieso gibt es da 10 Millionen Chinesen, die trotz des unglaublichen Wirtschaftswachstums China aus China abwandern? Vielleicht wegen der Menschenrechte? Und die 2 Millionen, die aus Afrika migrieren, die hinterfragen wir. Wir sagen dann, Konflikt, Armut, das sind die Ursachen. Ist das so? Einige der Leute, die aus dem Land, aus dem Kontinent fliehen oder migrieren, haben Konfliktgründe oder Armutsgründe. Aber alle? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, dass wenn Afrika weiter wächst und noch stärker wächst, dass das dann aufhört. Ne? Das wird sich dann sogar noch beschleunigen. Denn, erinnern sich vielleicht daran, dass während des Marshallplatz. Es ist jetzt aller Mode, einen Marshallplan zu entwickeln und zu. Da hat Europa profitiert von enormem Kapitaleinschuss und die Wachstumsraten in einigen europäischen Ländern waren über 6%, wie in Italien. Und die Italiener sind massiv migriert.
abgewandert aus Italien. Trotz des 6%igen Wirtschaftswachstums in Italien. Das heißt, ob jetzt Afrika wächst oder nicht, hat nichts zu tun mit menschlicher Mobilität. Menschliche Mobilität muss man viel komplexer begreifen. Und das Gleiche gilt mit der Sicherheit. Wer glaubt denn, dass die Zahl der Toten in Südostasien, Südostasien ist eine enorme Wachstumsregion, aber die Zahl der Toten dort ist deutlich höher gemäß Uppsala Tabelle, was Opfer von Konflikten ist, größer als in Afrika. Wer glaubt, dass die Zahl der Tötungen in Rio de Janeiro größer ist als die Zahl der Toten im Great Lake-Bereich in den Vereinigten Staaten? Gibt es da eine UN-Mission, Peacekeeping in Rio de Janeiro oder Friedensbewahrung in Südostasien? Nein. Das liegt teilweise daran, dass Afrika infantilisiert wird und nicht ernst genommen wird. Wir haben nicht ein Mitglied im Sicherheitsrat, wie China, die aufhören könnten, sozusagen, dass Nordkorea sozusagen im Sicherheitsrat diskutiert. Wird nicht diskutiert, weil China das nicht akzeptieren will. Wo ist das afrikanische Äquivalent? Gibt's nicht. Das heißt, die Frage der Stimme ist ganz wichtig. Wir können nicht handeln und sagen, aufgrund von Effizienz treffen wir uns bei G7 und dann regeln wir die Weltwirtschaft und machen wir dann G20. Das ist dann inklusiver. Nein, sowohl bei G7 als auch bei G20 ist Afrika im Wesentlichen nicht vorhanden. Und die diskutieren Dinge, die uns betreffen. Wir wollen nicht als Gäste da sein, denn als Gast muss man immer eine Einladung bekommen. Und diese Einladung kommt immer, ändert sich je nach dem Führer. Wenn der Führer, der dann kommt, nicht so nett ist, dann geht die Einladung an ihren Nachbarn. So passiert das immer wieder. Das heißt, wir müssen Dinge benennen bei ihrem Wort. Und bei Regierungsführung, bei Menschenrechten, da müssen diese Dinge auch Teil der Diskussion sein. Ich sage nicht, dass sie nicht unwichtig sind, sodass wir nicht infantilisiert werden, nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Und es wird mit Afrika geht man da anders um. Mit Mindanao zum Beispiel, mit dem Konflikt dort, geht man ganz anders an. Herr Duterte, habe ich gehört, ist beim Internationalen beim Strafgerichtshof erwähnt worden. Und jeder weiß, was in den Philippinen passiert. Und das ist also dann der Unterschied. Und das haben die Afrikaner satt. Das heißt, wenn man eingeladen wird, zu diesen Kompakten eingeladen wird, warum? Wir lieben das, wir lieben die Aufmerksamkeit. Im Jahr von Afrika wäre ich unbedingt hierher gekommen. Ja, wenn ich nicht hergekommen wäre, wäre das ein Desaster geworden. Ja, ich bin ja hier. Und ich versuche, meine Botschaft sozusagen rüberzubringen. Wir, Barbara, unmüßig eine Zahl, die Sie genannt haben, muss ich korrigieren. Also Sie haben es gezahlt sozusagen. Sie haben es nur zitiert. Sie haben UN zitiert. Also Sie sind sozusagen absolut... dass wir dieses Jahr die schlimmste Hungerkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg bekommen werden. Das hat die UN jetzt gesagt, haben sie jetzt eben erwähnt. Und das hat sie berührt. Aber stimmt das? Es stimmt gar nicht. Das ist eine vollständige Lüge. Warum? Es gibt sehr gute Intentionen, warum das so gesagt wird. Man sagt, okay, wir haben eine Trockenheit, die Leute leiden, wir haben ein Widerwillen, humanitär was zu spenden. So muss man also was Dramatisches aufziehen, damit die Leute reagieren.
Und mit besten Intentionen hat dann jemand diese Lüge fabriziert. Niemand hat sich das mal bemüht zu verifizieren durch die Zahl der Opfer oder welchen Kriterien auch immer. Ja, China, Wachstumsland. Es gab zwei Hungerkatastrophen, die schlechter sind als die, die dieses Jahr für Afrika projiziert wird, gemäß den Zahlen, die keiner verifiziert. Aber selbst bei den Zahlen, die genannt sind, waren 7 Hungerkatastrophen schlimmer als diese jetzt angekündigte und 2 davon in China. Warum haben wir also diese komische Wahrnehmung? Weil wir einfach immer wieder wiederholen, was wir immer schon gesagt haben. Und die Afrikaner stehen jetzt auf und sagen, nein, wir wollen mal eine andere Geschichte hören. 2 Millionen Menschen. Für uns ist das wichtig zu sagen, wenn 2 Millionen Menschen sterben werden in Afrika, wie das jetzt behauptet wird, und eine Hungerkatastrophe in China hatte 30 Millionen Menschen das Leben gekostet. Natürlich ist humanitäre Hilfe immer gerechtfertigt. Natürlich. Und wir müssen was dagegen machen. Aber indirekt leisten wir hier Vorschub einer Geschichte, die sich immer wiederholt. Eben, was ich eben erwähnt habe. Nicht? Diese Vorurteile, diese komische Wahrnehmung etc. Und ich hoffe, dass Sie nach den 1,5 Tagen Diskussion hier viele Zahlen hinterfragen, die Ihnen in Sachen Afrika an den Kopf geschmissen werden. Und abschließend möchte ich mit Folgen, das ist meine Lieblingskiste, die, ja, die mir schon mal zugehört werden, sagen, ach ja, jetzt wiederholt er sich wieder. Es gibt nur 12 afrikanische Länder von 54, die ihre Bilanz aktuell haben. Wenn Sie die statistischen, methodologischen Anforderungen auch wirklich sozusagen erfüllen, dass das mindestens oder aktuell nur 5 Jahre sein muss. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Fehleinschätzung, was das BIP Afrikas angeht, weil die veraltet sind, die Zahlen. Aber nochmal für Sie, wir sollten eigentlich Mitglied bei den G7 sein. Thank you very much. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Es gibt sehr wenig Leute, die die Statistik zum Klingen bringen können. Normalerweise, wenn ich Statistiken höre, ist es immer langweilig. Und ich war ziemlich müde, als die Konferenz angefangen hat. Aber jetzt bin ich hellwach. Herzlichen Dank dafür. Und Sie haben wirklich einen tollen Beitrag geleistet. Einige der Wahrnehmungen, die Sie von Afrika gebracht haben, habe ich auch. Das muss ich zugeben. Wir müssen also viel öfter darüber nachdenken und sollten Sie viel öfter nach Berlin einladen. Auch ohne Afrika, ja. Yeah. Wir haben nach der Konferenz kurz darüber gesprochen, dass eingeladen heißen kann, dass man vielleicht nicht eingeladen wird. Und es gibt dieses deutsche Sprichwort, dass Gäste wie Fisch sind, nach ein paar Tagen fangen sie an zu stinken, und Teil der Gruppe zu sein, dazu zu gehören, das ist schon wichtig. Die erste Frage, die ich habe, ist trotzdem, Sie sprechen über Afrika. Gibt es so etwas wie Afrika? Ist es in Ordnung, einfach von Afrika zu sprechen? Eine der Diskussionen, die wir hier haben, beschäftigt sich ja einfach damit, dass Afrika ein Konstrukt ist, dass es zu einfach für uns ist, von Afrika zu sprechen, der Katastrophenkontinent, was auch immer. Eine gute Frage. Es ist ein soziales Konstrukt, ein politisches Konstrukt. Und das Ganze ist so valide wie jedes nationale Konstrukt. Das nationale Konstrukt ist oft auch irgendwie fabriziert.
basiert nicht unbedingt auf mehr als einigen sehr spezifischen historischen Bezugspunkten. Die Regierungen engagieren trotzdem ihre Bevölkerung und sprechen über bestimmte Politiken. Sprechen wir zum Beispiel über Spanien. Die Katalanen kämpfen derzeit um Unabhängigkeit oder zumindest ihre eigene Identität. Ich weiß nicht, ob die Mehrheit der Katalanen dafür ist oder nicht. Darum geht es auch gar nicht. Es sind nicht nur die Katalanen. Es gibt eine Reihe von Identitäten in Spanien, die sich als teilweise spanisch empfinden, aber gleichzeitig ihre Eigenheiten einfordern. Ihre Unabhängigkeit vom föderalen Konstrukt. Das ist in Ordnung. Das funktioniert in der Schweiz, funktioniert in Belgien, in einer ganzen Reihe von Ländern. Und warum sollte es in einer Situation anders sein, wo wir über einen Kontinent sprechen? Selbst wenn es historische Bezugspunkte gibt, Leute sich damit identifizieren können und es politisch einen Wunsch gibt, deshalb sprechen wir so, wie wir das tun. Ich habe drei Beobachtungspunkte dazu, die spezifisch afrikanisch sind. Und der erste ist, dass der Panafrikanismus eine sehr starke Ideologie auf dem Kontinent ist. Er hat den Kampf um die Unabhängigkeit auf dem ganzen Kontinent inspiriert. Es ist ein ideologisches Konstrukt. Die Ursprünge entstehen in der Diaspora, insbesondere im Nord- und Südamerika. Dort begann die Bewegung des Panafrikanismus. Es gab keine Erklärung in den letzten gut 50 Jahren, die sich nicht auf Panafrika bezieht. Wenn das also gilt und es genug Kapital gibt, politisch und symbolisch, warum soll man dann nicht von Afrika sprechen? Die zweite Beobachtung ist folgende. Wir haben festgestellt, dass die meisten internationalen Organisationen Afrika gerne in Nordafrika und Afrika südlich der Sahara aufteilen. Diese Teilung widerspricht der Ideologie, die ich gerade angesprochen habe, und sie verfolgt einen bestimmten Zweck. Man kann teilweise die Realität auf zwei Art beeinflussen. In Afrika wollen die Afrikaner über Panafrikanismus sprechen. Die Weltbank zum Beispiel spricht über Subsahara-Afrika. Wenn die zuständige Abteilung für Subsahara-Afrika jetzt zum Beispiel Subsahara-Afrika-Abteilung hieße oder das IMF Subsahara-Afrika-Abteilung hieß, das ist aber nicht der Fall. Es heißt Afrika-Abteilung. Warum? Etwas, das geografisch so genannt wird, in der Statistik, in der Analyse, ist etwas anderes. Woran liegt das? Wenn man sie damit konfrontiert, geben sie keine vernünftige Antwort. Aber ich habe eine Antwort. Es ist eine koloniale Grenze, eine koloniale Trennlinie. Wir unterteilen sie, wenn es bequem ist. Wir sprechen über Afrika, wenn es passt. Und wir werden also getrennt, wenn es passt, und wir werden zusammengezogen, wenn es so passt. Die dritte Beobachtung ist, wenn es zu Afrika als Konstrukt kommt, gibt es normalerweise eine gewisse Skepsis bei den Afrikanern. Wenn wir Afrika mit Indien und China vergleichen, Leute wie ich machen das ständig. Der Grund, warum das so bequem ist, ist, weil es eine einzigartige Vergleichsbasis gibt. Aus demografischer Sicht sind es die einzigen Länder, die eine höhere Bevölkerung haben als wir auf dem Kontinent. Und sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir und deshalb ist ein Vergleich so attraktiv. Wir führen hier also einen Kontinent und ein ganzes Land zusammen, aber man kann trotzdem zu einer ganzen Reihe interessanter Schlussfolgerungen kommen, zum Beispiel, wenn man den Leuten sagt, dass das wirtschaftskräftigste Land Indien ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen hat als Afrika und weniger stark beteiligt ist am Welthandel als Afrika, weniger Mobiltelefone hat als Afrika, weniger ausländische Direktinvestitionen hat als Afrika, weniger verfügbares Haushaltseinkommen als Afrika, sagen die Leute. Tatsächlich? Und deshalb ist dieser Vergleich so interessant. Und dann schließt man damit ab, dass man sagt, wer ist der wichtigste Investor in Indien?
Ist das China? Sind es die Vereinigten Staaten? Ist es Deutschland? Japan vielleicht? Das sind alles große Wirtschaften. Nein, der Hauptinvestor in Indien ist ein afrikanisches Land. Mauritius. Das ist ein Witz, oder? Ich mag das, wie Sie mit den Zahlen spielen. Das ist wirklich gut. Sie können ewig so weitererzählen. Sie haben mich gebeten, die Killerfragen zu stellen. Eine Frage, die Sie in eine missliche Lage bringen. Ich versuche es mal so. Sie haben gesagt, die Afrikaner selbst bringen ihre Stimme nicht genug zu Gehör. Wenn die EU also natürlich einen Sitz bei den G20 hat, hat die Afrikanische Union das nicht. Das liegt daran, dass sie politisch nicht stark genug sind, dass die Stimme nicht gehört wird. Liegt es daran, dass wir sie nicht am Tisch wollen oder drängen sie nicht genug, klopfen sie nicht genug an die Tür? Ja, man kämpft um seinen Platz. Es ist ein ewiger Kampf. Und ich denke, niemand sollte für uns kämpfen. Es muss in beide Richtungen gehen. Wir können nicht sagen, wir wollen nicht bevormundet werden, aber kämpfen Sie bitte für uns und schaffen Sie uns einen Sitz am Tisch. Beides geht also zusammen. Die Afrikaner müssen für diesen Platz kämpfen und das machen sie nicht. Deshalb ist es in erster Linie unsere Schuld. Aber das heißt nicht, dass wir den Sitz aufgeben werden. Gut, wir warten. Wir warten darauf, dass Sie ihn einfordern. Die zweite Killerfrage. Wenn wir über Entwicklung sprechen, hört man sehr oft, die Chinesen machen das richtig, die Asiaten machen das richtig, sie haben ihren Teil an der Wertschöpfungskette und die Afrikaner nicht. Ist also nicht unsere Schuld, nicht Schuld des Westens, der G20, die Afrikaner sind selbst schuld. Was sagen Sie denen? Abgesehen von den ganzen Zahlen. Die Chinesen machen es richtig, weil sie clever sind, eine ganze Reihe von Charakteristiken haben, die einzigartig sind, aber auch, weil sie einen Teil das meiste der Fertigung verlagern mussten, dorthin, wo es attraktiver ist, insbesondere was Arbeitskosten angeht. Die Chinesen werden jetzt das hören, was die Europäer, die Vereinigten Staaten schon gehört haben. Die Arbeitskosten sind erheblich gestiegen. Sie haben versucht, so stark wie möglich zu automatisieren, aber das reicht nicht. Es gibt Kosten, die ein Hindernis sein werden. Und deshalb verlagern sie die Produktion. Sie können das in vielen Teilen der Welt tun und das machen sie auch. Aber sie können einen Teil auch in die afrikanische Richtung verlagern. Und auch das machen sie. Ich glaube also nicht, dass Afrika entweder privilegiert ist durch die Verlagerung aus China, noch dass es vernachlässigt wird. Es wird seinen Teil abbekommen. Wie groß dieser Teil ist, hängt davon ab, wie die Afrikaner sich organisieren. Einige Länder sind schneller als andere und werden einen größeren Anteil erhalten. Ich habe mit einem leitenden Beamten in China diskutiert und habe gesagt, die Leute kritisieren China. Ich wollte einfach nur die Reaktion sehen. Ich sagte, die Leute kritisieren China, weil sie mit einem schlüsselfertigen Projekt kommen. Die Arbeit kommt, sie füllen den Arbeitsplatz gleich mit aus. Und da bleibt nichts mehr für das Land. Das ist die Wahrnehmung, die wir kultivieren über China. Und eine gewisse Wahrheit stand dahinter vor 15 Jahren. 85% der Infrastrukturprojekte heute, die China auf dem afrikanischen Kontinent durchführt, oder 85% der Arbeitskräfte sind Afrikaner und 40% des Managements sind Afrikaner. Das heißt, sie schaffen Arbeitsplätze. Was den Leuten nicht klar ist, ist, dass ungefähr ein Drittel der ausländischen Direktinvestoren in die Fertigung geht. Es hat sich also geändert. Was er damals sagte, dieser leitende Beamte, ist entlarvend. Er sagte, wir lernen und wir werden weiter lernen. 15 Jahre danach haben sie tatsächlich gelernt. Was mir Sorgen macht, ist,
Sie haben teilweise deshalb gelernt, weil einige Länder deutlich gemacht haben, dass das inakzeptabel sei, dass es entsprechende Rechtsetzung gibt, um es unmöglich zu machen, unter ihren Bedingungen zu agieren. Aber andere haben das nicht getan. Und man sieht den Unterschied, wenn man das Land bereist, wenn man die verschiedenen Länder bereist. Man sieht, wie die Chinesen in Äthiopien aufdrehen und in Kongo-Brazzaville. Ein komplett anderer Ansatz. Wir waren sehr kritisch, was den Deutschen Compact für Afrika angeht, unsere Pläne. Würden Sie sagen, dass wir nicht lernfähig sind? Ich habe mir die ganzen Pläne angesehen in den letzten 20 Jahren. Man kann sie ja gar nicht zählen, eine unglaubliche Menge. Wir helfen wollen, das war immer die Einstellung, wir helfen. Und jetzt kommt schon wieder der nächste Plan. Sind wir nicht lernfähig? Oder würden Sie sagen, dass wir einfach nicht interessiert genug sind? Dass es mehr um die interne Kommunikation gibt, dass wir die Welt retten. Naja, die politische Lage kennen Sie besser als ich. Ich würde Folgendes sagen. Der Marshallplan, die ganze Anzahl von Marshallplänen, die angekündigt werden, und diese Namen, die ändern sich jetzt. Es heißt jetzt nicht mehr Marshallplan, ich weiß, weil es zu viel Kritik gab. Ich habe mehrfach gesagt, es entspricht dem Haushalt einer mittelgroßen Stadt in Deutschland. Wenn man Afrika also mit einer mittelgroßen Stadt in Deutschland vergleichen will, ist das in Ordnung. Dann verstehen wir schon, worum es geht. Der andere Plan, der Compact, dieses G20-Ding, was sagen Sie dazu? Sehen Sie das ähnlich? Der ist ein bisschen besser ausgearbeitet im Ansatz, aber die Betonung, der Schwerpunkt liegt richtig, wir sollten hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es gibt Elemente, die zu einem förderlichen Umfeld führen, internen Regulierungen oder was Raum schafft für institutionelle Firmen, Dinge, die sehr attraktiv sind. Das Problem ist, dass der Kontext sehr viel komplexer ist, als diese Dokumente anerkennen. Und das habe ich versucht darzustellen. Wenn man finanzielle Regeln hat weltweit, die zu Nichtanreizen führen, wenn zum Beispiel negative Zinsen neue Risikostandards festlegen, wenn es eine Reihe anderer Faktoren gibt, die sich daraus ableiten, ergibt sich, dass das, was im Compact steht, nicht funktionieren wird. Noch eine letzte Frage, bevor wir für das Publikum öffnen. Ich weiß, dass Sie mit Kofi Annan zusammenarbeiten. Wenn Sie Kofi Annan wären und das Geld hatten, das der IMF ausgibt, wie würde Ihr Plan aussehen? Oder würden Sie sagen, vergesst die Pläne? Die Afrikaner haben einen ehrgeizigen Plan. Das ist die 2036 Agenda. Ich war in diesem Prozess involviert und würde sagen, das ist der Plan, den die Afrikaner ausgearbeitet haben. Deshalb ist das das, was sie wollen. Es wäre einfach, ihn in Bezug zu setzen, davon auszugehen, dass er völlig kompatibel ist. Wir kennen diese Inbezugsetzung. Das ist ganz üblich. Was meinen Sie mit Bezugsetzung? Man hat ein neues Dokument, aber man sagt in jedem zweiten Paragraph Agenda 2036 und so weiter. Man erweckt also den Eindruck, dass das komplett kompatibel ist mit anderen Dokumenten. Aber man hat nicht die Hausarbeit geleistet. Für mich sollte Entwicklungshilfe heutzutage in Afrika eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Und die Rolle besteht darin, die internen Ressourcen und Fähigkeiten der Länder zu stärken. Wenn man tatsächlich investiert, um das Steuersystem zu verbessern, auch vielleicht auch unseres zu verbessern, wenn sie investieren, um sicherzustellen, dass der Zoll vergleichbar ist mit den Standards der Europäischen Union, was die Preise für Güter und Dienstleistungen angeht, sodass man weiß, ob zu wenig deklariert wird bei den Waren und so weiter und so weiter, dann steigern sie unsere Ressourcen
und versetzen uns in die Lage, die eigenen Entscheidungen zu treffen mit unserem eigenen Geld. Wie ich gesagt habe, 1% mehr effizient ist mehr Hilfe und dort sollte das Geld hingehen. Es geht nicht um Bevormunden, es bezieht sich auf Effizienz und beste Praktiken weltweit. Wenn Sie glauben, dass Länder, bei denen jedes Mal bei den Wahlen die internationale Staatengemeinschaft, wie zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo, eine halbe Milliarde Dollar investiert, damit überhaupt Wahlen stattfinden, und wenn die Wahlbeobachter das Land verlassen, gibt es immer noch kein Wählerverzeichnis und keinen Personalausweis. Und ein paar Jahre später wieder eine halbe Milliarde Dollar für diese Wählerverzeichnisse, die dann nicht kommen. Was ist die Logik? Sie sprechen über den informellen Sektor, sicherstellen, dass das in den Ländern aufgedeckt wird. Aber letztendlich beginnt es doch hier. Es beginnt damit, dass man die Leute nachverfolgt, von dem Moment, wo sie geboren werden, bis zu dem Moment, wo sie sterben. Man kann kein Land leiten, kein Land führen, wo man nicht mal weiß, wie die Bevölkerung aussieht, wie viele es sind, wo sie sind, wie viele Krankenhäuser man braucht, wie viele Schulen. Alles basiert darauf. Man kann überhaupt nicht strategisch planen. Man kann nicht modernisieren. Ich finde es schon merkwürdig, dass nach 30 Jahren Entwicklungshilfe dieses Thema immer noch nicht angesprochen wurde. Man sollte doch mit dem Wesentlichen anfangen. Herzlichen Dank, das klingt wirklich logisch. Anscheinend bewegt sich trotzdem keiner in die Richtung. Ich möchte die Diskussion für das Publikum öffnen. Ich denke, es gibt Mikrofone. Wir haben eine ganze Reihe Gäste aus Afrika. Gibt es jemanden, der etwas ergänzen möchte? Is there a microphone? There's a microphone in the back. The If you could just Wenn Sie sich bitte kurz vorstellen könnten. Tom Lee Cabo, Zentrum für Konfliktlösung in Kapstadt in Südafrika. Ich bin sehr beeindruckt von Carlos Lopez' Rede, die Zahlen, auch wenn sie teils deprimierend sind. So haben sie doch auch eine gewisse Kraft. Und frage mich allerdings, dass, jedenfalls schien das in der Rede so zu sein, dass Carlos mit dem Finger auf andere zeigt. Die Probleme sind dann irgendwo und nicht auf dem Kontinent selbst. Wenn die meisten afrikanischen Länder ja, die meisten jedenfalls, mehr als 50 Jahre unabhängig sind, dann ist das doch ein bisschen fragwürdig. Da frage ich mich doch, haben wir nicht auch ein bisschen Verantwortung für das? Haben wir überhaupt keine Verantwortung als Afrikaner für die Situation, in der wir uns heute finden? Vor ein paar Jahren, ich glaube, das war 2011, als diese Revolutionen losgingen in Nordafrika. Da gab es auch den Ruf, den libyschen Führer rauszuschmeißen. Und in der UN gab es auch unter den Afrikanern eine heiße Debatte. Und auch im Sicherheitsrat. Kann man sozusagen einen Antrag unterstützen, Gaddafi abzusetzen? Und da frage ich mich natürlich schon, haben die Führer nicht auch irgendeine Verantwortung, was die Regierungsführung hat? Sie haben das Beispiel von Kongo erwähnt. 1961, 63 sind die alle in Unabhängigkeit gegangen. Kann man also in Anbetracht der Ressourcen, die diese Länder haben, kann man nicht erwarten, dass man da zum Beispiel ein Wählerregister zumindest, also wenigstens das, ja mal aufbauen. Die haben ja in extraktiven Industrien, die haben so viel Geld gemacht oder machen so viel Geld. Ja, und das ist aber gut, jede Menge Frage, Carlos.
Ist da nicht auch irgendeine Verantwortung, die wir übernehmen müssen hier in Afrika, auf dem Kontinent? Vielleicht sammeln wir erstmal ein paar Fragen. Ja, vielen Dank. Martin Sunke aus Kamerun, mein Name. Ich wollte nur kommentieren, was Carlos gesagt hat. Ich finde jetzt nicht das beantworten wollen, was der Bruder drüben eben gerade gefragt hat. Das soll Carlos sagen. Aber Carlos hat meiner Meinung nach ganz klar auch gesagt, dass wir auch unsere Verantwortung haben. Aber mein Kommentar ist jetzt nicht dazu. Mein Kommentar ist zu was anderem. Sozusagen eine Gegen... auf die Agenda 2063 hat Carlos jetzt nicht so detailliert diskutiert. Das sollten wir diskutieren. Wenn man sagt, man macht Kompakt oder Marshallplan oder was auch immer, dann kann man das nicht machen, ohne dass die Afrikaner nicht das mit ihnen diskutieren. Und die Afrikaner haben auch ja schon diskutiert, auf was die Grundlage ist, was man erwartet. Und das ist ja in der Agenda 2063 beschrieben. Da muss man dann sagen, okay, das wollen wir gemäß Agenda. Denn die Afrikaner, wenn die anderen die nicht verstehen, sollten die Afrikaner denen mal die Agenda mal erklären, wenn sie einen Beitrag leisten wollen, diese Agenda umzusetzen. Und das sollten wir hier diskutieren, die Erwartung der Afrikaner, bevor wir irgendeinen Plan für alle Afrikaner auflegen. Ja, die Dame hier, dann Claudia Simons von der vielen Dank, Carlos, für die sehr interessante Rede. Wenn Sie von Investitionen sprechen, dann sprechen wir häufig über Arbeitsplatzschaffung. Und Sie hatten ja China erwähnt, da sind die Lohnkosten jetzt gestiegen, also Outsourcen von Arbeit nach Afrika. Wenn wir über Arbeitsplätze schaffen, sprechen wir von würdiger Arbeit oder sprechen wir von billiger Arbeit? Wie sieht es aus mit Menschenrechten, mit einer würdigen Arbeit? Und wie sehen Sie da die Zukunft in Afrika? Da nehmen wir noch eine weitere Frage und dann glaube ich, ja, wunderbare Rede, vielen Dank. Letztes Jahr hat Jim Kim, der Präsident der Weltbank und der London School of Economics gesagt, dass sein Traum es ist, dass eines Tages britische Pensionäre, die in Straßen in Dar es Salaam investiert haben, unterstützt werden von den Leuten, die diese sozusagen Mautgebühren bezahlen. Und da habe ich dann wirklich mal drüber nachgedacht. Dar es Salaam, die Leute zahlen 30 Jahre lang Maut und viel davon geht nach Großbritannien zu irgendwelchen Rentnern. Ja, wir wissen ja, dass es unglaublich wenig an Renten bezahlt wird in Afrika. Und da frage ich mich, das Continental Business Network für Afrika will ja, dass dieses Pensionsfondsgeld sinnvoll eingesetzt wird. Und wird es denn vielleicht unsinnig eingesetzt? Wie sehen Sie das? Interessante Fragen hier. Ich werde schnell antworten, weil es ja noch andere Fragen gibt. Ich stimme im Wesentlichen den Kommentaren, die gemacht worden sind. Vielleicht hier und da eine andere Emphase drauf, aber ich stimme völlig darüber ein, dass die Afrikaner die Verantwortung haben und sie müssen ihre Führung verantwortlich machen für Dinge, die nicht passiert sind. Und das machen sie nicht ausreichend. Und wir müssen auch über Diskussion, über Informationen sicherstellen, dass diese Rechenschaftslegung verbessert wird. Die Leute bekommen mehr Informationen und die wissen auch eher, was sie jetzt fragen sollen. Und
das fehlt noch. Es gibt nicht genug Informationen. DRT ist das Schlimmste, ist ein schlechtes Beispiel. Man hätte ein anderes Beispiel nehmen. Also DRC-Friedensmission, die gibt es ja schon seit 57 Jahren. 57 Jahren. Was machen die zum Teufel da? 57 Jahre? Diese Frage sollten Sie mal stellen und dann wird es viele andere Dinge erklären, einschließlich der Frage, warum es keine Wählerregister gibt und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Führung nicht zur Verantwortung ziehen müssen. Da müssen wir ran. Ja, hier die Arbeitsplatzschaffung, die Frage. Teil derjenigen, die ländlichen Chinesen, die an die China-Küste gegangen sind, das hat jetzt sozusagen seinen Höhepunkt erreicht. Das heißt, diese billigen Arbeitskräfte, die die fertigende Industrie in China hatte, von der die Führung in China profitieren konnte, das geht jetzt dem Ende entgegen. Warum? Aufgrund der Weiterentwicklung der Gesellschaft, weil es jetzt auch höhere Sozialversicherungsabgaben und jede Menge arbeitsbezogene Kosten etc. Und ich würde behaupten, dass Afrika einen gewissen Ehrgeiz haben muss, der also komplexe Wertketten zu integrieren. Da können wir nicht etwas überspringen, sozusagen. Wenn wir das beste Sozialsicherheitssystem gleich haben wollen, dann werden wir diese Jobs nicht bekommen. Und ich will erstmal diese Jobs in Afrika haben. Und da werden die Afrikaner erstmal draufzahlen zu Beginn, ziemlich sicher. Aber es ist immer noch interessant genug, denn die Informalität und die Prekarität, die wir im Moment haben. Man muss ja realistisch sein, was den Ehrgeiz angeht, was den Fortschritt angeht, den man haben will. Es wäre natürlich nicht akzeptabel, wo das Sozialsicherungssystem sehr ausgeklügelt schon ist, wie zum Beispiel in Südafrika. Aber es ist absolut möglich für Länder auf dem amerikanischen, wo das Mindesteinkommen unter $60 ist im Monat. Und da muss man sozusagen in Wellen absorbieren, was mit dieser Attraktivität kommt. Das kriegen sie nicht mit einmal gehebelt. Justin Lin, der ehemalige Chefökonom der Weltbank, was jetzt Afrika angeht und die chinesische Politik angeht, sagt, dass 48 Millionen Jobs verloren gehen in China. Und er schätzt, dass 30 Millionen vielleicht langfristig nach Afrika gehen werden von China. Ob das jetzt passiert oder nicht, weiß ich nicht. Eine sehr interessante, attraktive Hypothese von ihm. Was ich allerdings weiß, ist, dass diese 30 Millionen Jobs natürlich an der ganz unteren Lohnskala sein werden, weil die Chinesen dann vielleicht nicht mehr diese Plastikspielsachen da zusammenschrauben wollen. Wahrscheinlich ist es dann einfacher und billiger, in Afrika zu machen. Und wahrscheinlich noch billiger, das mit Robotern zu machen. So sieht die Realität aus. Sobald man dann mal in die Wertkette reingestiegen ist, dann kann man diese Wertschöpfung erhöhen und dann können sie Ehrgeiz entwickeln, der im Moment absolut prohibitiv ist und nicht möglich ist für Afrika. Ja, was diese internationalen Beziehungen, ja, man bezieht sich immer auf den anderen, wir beziehen uns immer auf irgendwas und in dem und kümmern uns herzlich wenig um die politischen Implikationen, aber die Rolle von solchen Denkschulen wie um die G20 organisiert, die sollen ja genau diese Lücken adressieren.
Globalisierungsfonds. Ich freue mich, dass die Afrikaner 400 Milliarden Pensionsfondsgelder kriegen. Die hätte man ja auch anders nutzen können. Ja, aber die werden nicht verwendet. Es gibt jetzt auch die Sachen mit Subventionen für die Banken, 16 Milliarden und für die Flüchtlinge und so weiter. Und da können wir weitergehen mit. Und das kommt dann zu einer Zahl von einer Billion Dollar, die investiert hätten werden können, wenn man das richtig gemacht hat. Aber da geht es wieder zurück zu der Frage der Führung. Die Leute kämpfen in allen afrikanischen Ländern, Minister zu werden und nicht Präsident des Pensionsfonds. Wohingegen ja doch eigentlich beim Pensionsfonds das Geld ist, aber die sind total schlecht gemanagt. Ein vollkommenes Desaster. Aber einige der besten Asset Manager der Welt sind eigentlich Afrikaner, Südafrikaner, so viele afrikanische Asset Manager, die mit Assets von überall aus der Welt managen, weil sie so erfahren sind. Und diese Expertise von den Leuten nutzen wir nicht. Weitere Fragen? Winsele aus Nigeria, mein Name. Guten Abend. Die Zahlen, die Sie genannt haben, zu dem Wahrnehmungsproblem, das Afrika hat, das erinnert mich an, ich war für die Ecobank mal Asset Manager. Am ersten Tag hatten wir ein Strategie-Meeting und dann fragte ich, warum ist nicht jede Transaktion, die in Subsahara-Afrika gemacht ist, nicht mit Ökodollar gemacht, da wir ja überall sind. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert nach dieser Diskussion und dann haben wir genau das herausgefunden, was Sie erwähnt haben, den Middle America, Mittelafrika Bloomberg. Afrika war weniger riskant als die GB Emerging Market Bond Index. Mehr Rendite und war negativ korreliert. Das heißt, Dollar für Dollar Investitionen in lokale Schuldverschreibungen, in ihnen nicht nur eine höhere Rendite geben würde, sondern auch sicher im Gesamtportfolio dastehen würde. Und das fehlt hier, diese Wahrnehmung dieser Rendite. Und diese Message müssen wir so schnell wie möglich rauskriegen. Ja, sprechen wir wieder über Wahrnehmung. Warum ist Afrika dann nicht in der Lage, diesen Finanzsektor zu entwickeln, um dieses Geld dann auch in Afrika zu verwenden? Vielleicht so viel. Aus meiner persönlichen Perspektive sage ich Folgendes. Ich schaue mir meine Eltern an, die in den 70er Jahren erwachsen wurden und wie das Leben sich für die geändert hat. Von 76 heute bis Mitte der 80er. Vollständige Zerstörung von Werten, als es dann die Hyperinflation in Afrika gab, systematisch hat das verändert, wie die Leute sich anschauten, Geld und Investitionen. Und wenn wir uns das anschauen, die haben nicht mehr langfristig gedacht, sondern nur noch bis zum nächsten Tag. Ich habe ja bei Lamborghini einen Vortrag gehalten und zu Ende des Vortrags habe ich dann eine einfache Frage gestellt. Haben Sie einen 5-Jahres strategischen Plan? Natürlich, haben Sie alle gesagt. Alle haben gelacht. Klar, das ist selbstverständlich. Ja. Warum investieren Sie dann so, als würden Sie morgen sterben? Jeder Investition in Afrika basiert auf 365-Tagen-Zyklus. Alle 365 Tage erneuern wir unser gesamtes Investitionsportfolio. Und in einer
Gesellschaft können Sie keine gesellschaftlichen Änderungen bewirken, wenn Sie sich alle 365 Tage refinanzieren müssen. Das ist unmöglich. Das ist vielleicht schon gesagt worden, aber ich werde die Frage noch mal gerne wiederholen wollen. Ich, Kerry Booker, forsche der Nigerian Economic Summit Group. Heraklit war es, glaube ich, der große Philosoph. Charakter ist ihr Schicksal. Ist da vielleicht im afrikanischen Charakter irgendwas schiefgelaufen, dass 50, 60 Jahre nach der Unabhängigkeit wir uns immer noch an die koloniale Geschichte klammern? Wir sind doch frei. Und wenn man sich dann die afrikanische Landkarte anschaut, sieht man jede Menge an Wellen von Demokratisierungen, die jahrelang, Dekaden gelaufen sind. Aber es gibt keine Korrelation zwischen dem Lebensstandard und der Regierungsführungsstruktur, die erreicht worden ist in den jeweiligen Ländern. Also haben wir da vielleicht irgendeinen Charakterfehler? Es wird jetzt heiß, wir haben keine Zeit mehr. Vielleicht noch zwei, drei Fragen und dann müssen wir nochmal, ja, dann wird Herr Lobis das Ganze beantworten und dann müssen wir es so zu einem Ende kommen. Ich komme aus Äthiopien, Bekele mein Name. Ich denke, ich habe verstanden, was der Herr da sagen wollte, wo das Problem ist in der afrikanischen Führung. Wir diskutieren, denke ich, nur über zwei verschiedene Dinge. Afrika ist ist sehr leidend gewesen, Kolonialismus, Sklaverei und alle Politiken. Diese Politiken kamen immer von außen, ja, überall hier. Diese politischen Modelle, Politiken, die wurden alle in Europa entwickelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die afrikanische Führung, die politische Elite, die wirtschaftliche Elite, den Merkantilismus, Keynesianismus, klassische Wirtschaft, die neoklassische Wirtschaft, Neoliberalismus und so weiter überhaupt verstehen. Ohne diese Dinge umfassend im afrikanischen Rahmen zu diskutieren, wenn diese Dinge von außen kommen, ohne dass man verstanden hat, dann gibt es zu viele sozusagen negative Nebenwirkungen. Und ich denke, dass Afrika hier zu positiv porträtiert wird. Ich sehe das nicht so. In Afrika haben wir Staatssysteme, die aufoktroyiert worden sind. Es ist nicht organisch entwickelt worden, wie in Europa. Ja, Renaissance, Aufklärung und so weiter in Europa. Also diese Aufklärung zum Beispiel, das gibt es nicht. Dieses gibt es in Afrika nicht und da haben wir das Problem. Und deswegen müssen wir das aus einer ganz anderen Perspektive diskutieren, wenn wir eine wirkliche Entwicklung in ostafrikanischen Ländern bewirken wollen. Und dann kann man was auch immer dann diskutieren, Panafrikanismus und was auch immer. Könnten Sie sich möglichst kurz fassen? Ich bin immer kurz und knapp. Global Commons Alliance im ECOSOC. Ich habe Ihre Zahlenjonglage genossen, aber stimmen Sie zu, dass wir Fidelity und Equal Area Maps brauchen? Diese ganzen Karten, die sind ja nicht
größengerecht. Asien ist größer als Afrika zum Beispiel. Meine zweite Frage ist, haben Sie studiert, was Africa Beyond Poverty mit Africa Oyoka in Nairobi bedeutet hat? Bischof Tutu, die niederländische Regierung, die Skandinavier und so weiter. Gibt es eine Studie über das Versagen? Das würde mich sehr interessieren, die würde ich mir gerne ansehen. Und zuletzt sagen Sie immer mit und für Afrika. Haben Sie über die Bewegung Light in Afrika gehört, die 4 Tage lang in Deutschland stattfand, um die intersektorellen strategischen Dilemma aufzuzeichnen und die Social Development Goals bottom-up zu verknüpfen? 2 weitere Fragen noch, in der ersten Reihe, dann in der zweiten. Herzlichen Dank für diese sehr inspirierende Julia Leinier aus dem Deutschen Entwicklungsinstitut. Ich habe 3 ganz kurze Fragen. Erste: Was wünschen Sie sich? Stellen Sie sich vor, die Risikowahrnehmung wird überwunden, das Problem der Risikoempfindung. Es gibt Investitionen, es gibt Steuern. Wird das Leben der Leute tatsächlich besser aussehen? 2. Frage. Wenn Sie sich auf politische Governance und die Stimme beziehen, G20 und den afrikanischen Sitz, für den ich natürlich auch bin, meine Frage lautet: Wie muss die politische Regierungsführung in den Ländern aussehen? Und Sie sprechen ja über Verantwortung und sagen gleichzeitig, China ist auf dem richtigen Weg. Ich habe das Gefühl, dass die Rechenschaftspflicht der Regierung ansieht, ist in China sehr schwierig. Meine Frage ist also, welche politische Governance wird gebraucht in Afrika? Meine 3. Frage als Sozialwissenschaftlerin würde mich wirklich interessieren, wo Sie Ihre Daten herhaben. Sie werden nachher Ihre Quellen offenlegen. 3. Frage. Ich komme von der Nigeria Economic Group. Nochmal zurück zum ersten Thema, dem Thema der Risikowahrnehmung. Ob es jetzt um den deutschen Plan geht oder den Plan der G20, wie setzen wir privates Kapital möglichst gut ein, um den afrikanischen Bedürfnissen gerecht zu werden? Wenn man diese Risikowahrnehmung hat, was müssen wir jetzt tun? Wie können wir als Afrikaner diese Wahrnehmung konfrontieren, damit sie sich ändert? Und jetzt die Antwort in 2 Minuten. Ich höre mir oft an, dass ich Optimist bin, aber ich verweigere mich dieser Einschätzung. Es geht ja nicht darum, ob ich Optimist bin. Es geht um einen Mangel in der Wahrnehmung, der so groß ist. Wenn man etwas sagt, dann klingt es anders. Die Leute glauben, man sei Optimist. Die Herausforderung für mich besteht darin, dass Sie alle Daten hinterfragen, die ich hier anspreche. Denn anders als Julia sind die nicht geheim, sondern wir nutzen diese Zahlen in der Regel nicht so, wie ich sie einsetze, vergleichsweise historisch und geografisch. Wenn man das tut, dann ist das Ganze einfach. Man entdeckt Dinge, die normalerweise nicht wahrnehmbar sind. Wenn ich zum Beispiel sage, Afrika verdoppelt das GDP, das Bruttosozialprodukt in 50 Jahren und China hat das auch gemacht, dann sind die Zahlen da. Man hat eine geografische Dimension und eine historische, aber in der Regel werden solche Sachen nicht verglichen. Ich hatte das große Glück, 5 Jahre lang die Wirtschaftskommission für Afrika zu leiten, für diejenigen, die das nicht kennen. Es ist die Struktur der UN-Entwicklungspolitik, sitzt in Addis Abeba mit 1.000 Mitarbeitern, 300 Wirtschaftswissenschaftler, 60 Statistiker. Ich konnte diese Leute also wirklich mal an die Arbeit setzen. Sie haben mich gehasst. Und ich habe sichergestellt, dass unter meiner Führung die Art von Daten gesammelt wird, die es mir ermöglicht, so zu sprechen, wie ich das tue. Es ist kein Geheimnis. Die Daten sind verfügbar. Es geht darum, wie man sie vergleicht und sicherstellt, dass man versteht, dass Afrika
nicht isoliert betrachtet werden kann. Gut, ich fordere Sie zunächst mit Ihrer Karte heraus. Sie sagen, Afrika ist viel kleiner als Asien auf dieser Karte. Ja, offensichtlich. Was für die Leute nicht so klar ist, ist, dass jeder die Mercator-Projektion nutzt, selbst Google. Selbst Google, die im 17. Jahrhundert eingerichtet wurde oder eingeführt wurde, aufgrund der Navigationserfordernisse damals, die Afrika so stark verkürzt, dass wir fast so groß sind wie Grönland. Und das hat sich so durchgesetzt in der Wahrnehmung, dass Afrika viel größer ist, als die Leute glauben. Die Vereinigten Staaten, Chinien, Indien, Westeuropa, alles sieht riesig aus, Teile der Welt wie Japan und so weiter. Daran denken die Leute nicht. Aber wenn man vor 2 Wochen bei der Afrikanischen Entwicklungsbank die Jahresversammlung gesehen hat, dann hat man gesehen, dass das Logo der Konferenz 2 Karten sind, die Karte Afrikas und die Karte Indiens. Und was? Gleiche Größe! Die wirkliche Größe ist, Indien entspricht dem Horn von Afrika. Ja, wer täuscht hier? Ich habe China nicht mit Asien verglichen. Ich kann es natürlich mit Asien vergleichen. Und kann sagen, Afrika ist der Kontinent, der weltweit am stärksten wächst. Denn das stimmt, was Kontinente angeht. Denn wenn man ganz Asien beinhaltet, hat man viele Loser. Viele, die eine schlechte Performance haben. Aber das wird von den internationalen Organisationen nicht getan. Sie trennen das gute Asien von dem schlechten Asien. Und das Gleiche gilt für Konflikte. Sehr viel mehr Leute sind in Asien von Konflikten betroffen, sehr viel mehr Todesfälle. Man guckt sich Syrien zum Beispiel an, Afghanistan und so weiter. Aber das machen wir nicht. Ich weiß, wie man Afrika günstig mit Asien vergleicht, aber das habe ich ja schon gar nicht gemacht. Ich habe es mit China verglichen und ich habe erklärt, dass es aus demografischen Gründen günstig ist, das zu tun. Und da bleibe ich bei meiner Position, denn ich denke, es ist relevant. Es ist eine Motivation für Afrikaner zu wissen, dass vor 30 Jahren das Pro-Kopf-Einkommen in China niedriger war als das, was Afrika jetzt hat. Wenn sie es geschafft haben, warum sollten wir es nicht auch schaffen? Ich denke, die Frage, ob wir die nationalen Realitäten so einander gegenüberstellen sollten, wie ich das getan habe, eine Frage, die von meinem Bruder aus Äthiopien gestellt wurde, ist meine klare historische, sozialwissenschaftliche Position dazu ist, was Sie über Europa gesagt haben, stimmt nicht. Vielleicht gilt es für Afrika, aber Sie haben das rückbezogen. Sie haben es rückbezogen. Sie haben Europa in Verbindung gesetzt mit, also Europa ist nicht in Ordnung, denn die meisten europäischen Staaten entstanden nicht während der Aufklärung. Sie entstanden aufgrund von Kriegen, Konflikten. Der Westfälische Prozess ist da, um zu zeigen, wie es die Trennung zwischen Staat und Kirche gab. Die Staaten entstanden nicht auf Grundlage ethnischer Einheiten. Das gab es alles erst später. Was für Europa gilt, gilt auch für Afrika. Man muss also überlegen, ob wir schlecht dastehen sollen, indem sie uns mit Europa vergleichen oder indem sie sagen, wir stehen gut da, weil es uns heute viel besser geht als Europa damals. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, denke ich, ist, dass die politischen Modelle, ich glaube wirklich, dass der Grund, warum wir nicht mehr Fortschritte erzielt haben, darin liegt, dass die politischen Modelle von den afrikanischen Führern unkritisch übernommen wurden. Es ist also das Problem der Staatsführung auf dem Kontinent. Die haben sehr schnell Verbrauchsmuster übernommen. Sie lieben Champagner und Mercedes. Sie haben überhaupt kein Problem damit, dass Champagner aus Frankreich kommt und der Mercedes aus Deutschland. Aber
Sie werden einige Eigenheiten nicht annehmen, die mit dem Institution Building in Frankreich anhängen oder der Ingenieurskunst in Deutschland. Wir übernehmen also unkritisch die Politik und wiederholen das Einfache. Und das, was schwierig ist, das wiederholen wir lieber nicht. Wir sollten es nicht als selbstverständlich ansehen, dass es um diese Haltung geht. Ich bin mir nicht sicher, dass das koloniale Modell überwunden ist. Wenn man sich die Infrastruktur ansieht, geht es immer um Straßen an der Küste. Denn dort sitzen die Intellektuellen. Also wir sind noch nicht ganz aus diesem Problem raus. Aber ich würde niemals sagen, dass das ist, weil der koloniale Einfluss immer noch besteht. Das tun wir, weil wir nicht kritisch sind und weil wir nicht in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wer hindert uns daran, sie zu treffen? Es gibt viele Länder, die das Richtige tun. Und tatsächlich erhalten sie mehr Hilfe, nicht weniger. Sie kritisieren, sie schimpfen, sie sagen, das wollen wir nicht, und erhalten noch mehr Hilfe als die anderen, die einfach nur applaudieren. Es gibt klare Lehren, die daraus gezogen werden können, dass wir einen anderen Ansatz wählen sollten. Das ist meine Vision. Meine Vision ist folgende. Wir brauchen eine echte Teilhabe. Wenn wir über Teilhabe sprechen, ist es ein Begriff, der eigentlich alles umfasst. Ganz bequem. Teilhabe von Ideen, eines Prozesses, Teilhabe an den finanziellen Möglichkeiten, bei der Evaluierung, der Rechenschaftspflicht. Es gibt die Politik, an der wir teilhaben sollten. So viele verschiedene Formen. Normalerweise machen wir Folgendes. Wir diskutieren Teilhabe so vage, dass jeder einfach alles so lassen kann, wie es ist. Wer ist schuld? In diesem Fall müssen die Protagonisten in Afrika sein. Es geht um afrikanische Teilhabe. Und wenn die Afrikaner ihre Rechte in Anspruch nehmen wollen, müssen sie mehr wissen und den Kontext kennen. Wenn man nicht mehr weiß, den Kontext kennt, den ich versuche zu vermitteln, dann ist das entscheidend. Das ist wirklich entscheidend. Die Grundvoraussetzung für alles, was danach kommt. Wir müssen scheitern, weil das bedeutet, dass wir unsere Hausarbeit nicht geleistet haben. Was ich versuche, als Haltung zu vermitteln, es ist eine Haltung, Sie haben von Charakter gesprochen. Das ist diese Haltung, die wir brauchen. Und ich hoffe, dass es nicht etwas ist, worum wir andere bitten für Afrika. Die Afrikaner müssen es nicht nur für sich tun, sondern für die ganze Welt. Denn Afrika ist Teil der Lösung. Ich habe zu Beginn meines Vortrags das Thema der Demografie angesprochen, bin aber nicht weiter darauf eingegangen. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre, die Japaner feiern das alle 100 Jahre. Die Zahl der 100-Jährigen in Japan waren dieses Jahr 33.000. Und in den letzten 4 Jahren war das ähnlich. Das heißt, in Japan gibt es jetzt 62.000 Menschen, die 100 oder älter sind. Bis zum Jahr 2050 werden das 500.000 sein. Und bis zum Ende des Jahrhunderts fast 2 Millionen. Das sind die Prognosen. Sie haben ein Verhältnis von Bruttoinlandsprodukt zur Sterberate. Und die Frage ist, wer zahlt? Wer zahlt für diese unglaubliche demografische Entwicklung? Einige sagen Roboter. Roboter, die die Sozialversicherung zahlen? Roboter, die in die Rentenkassen einzahlen? Viel Glück damit. I actually think there's nothing else to say. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.
Ich bin auch keine gute Moderatorin. Ich habe hier gar nicht auf die Zeit geachtet, aber ich habe einfach Ihnen gerne zugehört und ich denke, das Publikum auch. Ich kann Sie jetzt eigentlich nur einladen auf einen Snack und einen Drink unten. Und vielen Dank nochmal für diese sehr informative Rede. Vielen Dank.